Ein herzliches Willkommen seitens der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg. Mein Name ist Svenja Kammerz und ich begrüße Sie zur heutigen Abendveranstaltung Waldesruhe versus Motorenlärm. Wie kann es im Schwarzwald wieder ruhiger werden? Auch ein herzliches Willkommen im Namen der Mitveranstalt, des Naturschutzzentrums Südschwarzwald, des Nationalparks Schwarzwald, dem Biosphärengebiet Schwarzwald des Regierungspräsidiums Freiburg, dem Naturpark Schwarzwald Mitte Nord e.V., dem Naturpark Südschwarzwald e.V. und dem Schwarzwaldverein. Vorab noch ein paar technische Hinweise. Dieses Format ist ein Livestream. Sie können Video und Ton nicht selbstständig freischalten. Für inhaltliche Fragen nutzen Sie bitte die Chatfunktion. Dazu schreiben Sie bitte vorab, an wen die Frage gerichtet ist. Bitte beachten Sie, dass nur Fragen mit korrekt eingetragenem Namen berücksichtigt werden können. Um die Ansicht der Diskussionsteilnehmer zu ändern, nutzen Sie bitte oben rechts in Ihrem Bildschirm die Layout-Funktion. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, Ihre Daten werden aber nicht mehr aufgezeichnet. Ich möchte Ihnen in ein paar kurzen Worten die Umweltakademie vorstellen. Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Multiplikatorenbildung, meist in Fortbildungs- und Seminarform. Unter dem Motto, nur wer Natur kennt, kann Umwelt schützen, haben wir bislang 163.000 Multiplikatoren weitergebildet. Dazu zählen über 1.770 zertifizierte Natur- und Landschaftsführer, die als qualifizierte Begleitpersonen mit verschiedensten Interessierten die Region erkunden und für einen nachhaltigen Umgang mit Flora und Fauna sensibilisieren. Dazu zählen auch über 850 ehrenamtliche Artenschutzfachberater zu Hornissen und Wespen, Fledermäusen, Amphibien, Bibern oder Reptilien. Diese stehen Bürgern bei Problemen und Fragen zu dieser Tiergruppe zur Seite. Im Landesnetzwerk Umweltbildung arbeiten wir mit 1500 Partnern zusammen, die Naturerlebnisangebote in Baden-Württemberg für uns und über unsere Plattform anbieten. Und daher lohnt sich ein Blick auf unsere Homepage, wo Sie viele weitere Veranstaltungen finden. Das Thema Umweltbildung umfasst unsere gesamte Lebensumwelt. Die Beziehungen zwischen Umwelt und uns Menschen haben auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das Thema Lärm fällt dabei oftmals unter den Tisch, da die Auswirkungen nicht direkt sichtbar sind. Aber sie sind nicht minder schwerwiegend. Und wir haben uns gefreut, als die eingangs genannten Kooperationspartner bereits 2018 auf uns zugekommen sind mit dieser Veranstaltungsidee zum Thema Waldesruhe versus Motorenlärm im Schwarzwald. Eine Region, die eben besonders betroffen ist und im Zwiespalt zwischen dem Erholungswert der Ruhesuchenden und der großen Beliebtheit vor allem bei MotorradfahrerInnen steht. Daraus entstand dann die erste Fachtagung am 17. Mai 2019, bei der das Thema aus rechtlichen, gesundheitlichen, tourismuswirtschaftlichen und letztendlich auch politischen Blickwinkeln betrachtet wurde und betroffenen Interessengruppen zu Wort kam. Heute soll dieses wichtige Thema weiterverfolgt werden und dazu begrüße ich zwei Referenten, die mit ihren Vorträgen und Inhalten wichtige Impulse zu Beginn setzen. Ein herzliches Hallo an Thomas Marwein, Mitglied des Landtags und Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg. Und ein herzliches Hallo an Herrn Dr. Christoph Lechner, Abteilung Emissionen, Sicherheitstechnik, Anlagen beim Amt der Tiroler Landesverwaltung. Dann möchte ich noch Herr Roland Schöttler als Geschäftsführer beim Naturpark Südschwarzwald als Moderator heute herzlich begrüßen. Und zur Diskussionsrunde begrüße ich dann zusätzlich noch Herrn Christian Raue, Betreiber der Plattform Rettet die Stille, Bernd Obrecht, Mitglied des Motorradclub Coole Wampe und Margret Mergen, Oberbürgermeisterin von Baden-Baden. Auch an Sie alle ein herzliches Willkommen. Und nun möchte ich das Wort an Herrn Dr. Stefan Büchner, den Leiter des Naturschutzzentrums Südschwarzwald, übergeben. Und ich wünsche uns allen heute einen interessanten Abend mit einem spannenden Thema. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Frau Kammerz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir so ein großes Interesse bei dieser Veranstaltung haben. Das Thema ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Wir reden über die möglichen Diskrepanzen zwischen dem Naturerleben, dem Waldgenuss und dem Motorenlärm. Und was mich wirklich freut, wir haben ganz offensichtlich ein Thema, was viele Menschen bewegt, was viele Menschen interessiert, denn wir haben
ungefähr 200 Anmeldungen. Vorhin, als ich zuletzt in die Teilnehmerliste geschaut habe, da hatten wir so 115, glaube ich, Teilnehmende. Und was ich auch toll finde, nicht nur die schiere Zahl, sondern auch, dass wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen möglichen Institutionen haben. Sie sehen jetzt hier mal so ein paar Gruppierungen eingeblendet. Wir haben Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete. Wir haben Vertreterinnen und Vertreter vom Umweltbundesamt, vom Verkehrsministerium des Landes, vom Regierungspräsidium, aus den Landratsämtern. Wir haben viele, viele Naturschutzverbände und Bürgerinitiativen, aber eben auch viele Behörden, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die Motorradfahrer selber sind vertreten. Das finde ich ganz wichtig bei dieser Veranstaltung natürlich. Ich halte wenig davon, übereinander zu sprechen. Man muss miteinander sprechen. Aber wir haben auch wir haben Akustikfachleute dabei, also Leute, die sich einfach technisch mit der Thematik beschäftigen. Planungsbüros und natürlich unsere Partner aus den Großschutzgebieten in Baden-Württemberg, die von Frau Karnatz ja eben schon aufgeführt wurden. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, dann kommt man immer wieder oder stößt man immer wieder auf Kommentare wie diesen aus der Ankündigung des Naturparks Südschwarzwald zu dieser Veranstaltung. Ein ganz aktueller Kommentar. Habt ihr nicht andere Probleme? Ihr habt doch genug zu tun, kümmert euch mal um die wichtigen Dinge. Und dann kann man natürlich sagen, ja klar, das haben wir. Auch das ist eine ganz aktuelle Meldung von vorgestern, erreicht hat sie mich heute. Der Klimawandel beschäftigt uns mehr als uns lieb ist und wird uns noch viel mehr beschäftigen. Und eigentlich muss man ganz klar sagen, das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und zwar eigentlich ausschließlich. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir unseren Lebensraum, unsere Erde zerstören, so grundlegend verändern, dass hier das Leben nicht mehr möglich sein wird in der Form, wie wir es kennen, dagegen ist alles andere nachrangig. Selbst Corona, das ist eine Pandemie, die kommt, die geht. Aber dieses Thema, das ist eigentlich das Einzige, was uns beschäftigen könnte, wenn es nur danach geht, haben wir nichts Wichtigeres zu tun. Aber kann das heißen, dass wir sagen, nö, wir beschäftigen uns wirklich ausschließlich mit dem Thema Klimawandel und alles andere lassen wir liegen? Ich glaube, das geht nicht, denn auch das Thema Motorenlärm ist ein wichtiges Thema. Lärm kann krank machen, Lärm kann Stress verursachen und Aggressionen hervorrufen. Und ich glaube, gerade wenn man mit Menschen spricht, die zum Beispiel an viel befahrenen oder beliebten Strecken nicht nur hier im Schwarzwald leben, dann wird man sehr schnell merken, das ist sehr wohl ein Thema, was eine ganz große Bedeutung hat. Und ich denke, wir sollten unbedingt uns dieses Themas annehmen und zwar wenigstens den vermeidbaren Lärm bekämpfen. Darum kommen wir nicht umhin. Ich mache einen ganz kurzen Rückblick auf die Veranstaltung vor 2 Jahren ungefähr im Mai 2019 in Bernau. Der Blick auf das Publikum. Und ich möchte eine Karte aus dieser Veranstaltung noch einmal zeigen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Südschwarzwald. Sie sehen hier oben links Freiburg. Sie sehen hier rechts Donaueschingen, die A81, hellgrün eingefärbt, das Naturschutzgebiet Feldberg, also nur eines der zahlreichen Naturschutzgebiete hier in der Region. Blau sind der Titisee, der kleine hier und der Schuchsee. Und das, was Sie jetzt eingeblendet sehen, sind einfach beliebte Strecken hier in der Region. Gar nicht mal alle Sträßchen und Straßen, wo gefahren wird. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie weit dieser Straßenlärm, insbesondere eben von lauten Maschinen, von Motorrädern zu hören ist, 1 Kilometer beidseits der Straßen, das ist noch wenig. Ich habe wirklich selber es beobachtet, ich habe es nachgemessen. Entfernungen über 2 Kilometer sind ohne weiteres möglich. Man hört oft den Lärm über weitere Strecken als 2 Kilometer. Und wenn wir jetzt 2 Kilometer beidseits dieser Straßen mal über die Landschaft legen, dann sehen wir ganz schnell, es gibt selbst in den Schutzgebieten kaum Flächen, in denen wir diesem Lärm wirklich entgehen können. Also schon ein ganz entscheidendes Thema für die Region.
Wir haben uns damals schon vor 2 Jahren in Bernau mit Strategien beschäftigt. Wir haben überlegt, wie kann es denn gehen? Was kann denn helfen? Ist es die Kampagne Silent Rider, über die damals viel gesprochen wurde? Oder ist es die Initiative Motorradlärm, der Weg, den die Landesregierung Baden-Württemberg jetzt eingeschlagen hat, der Weg, über den Herr Marwein im Anschluss ja berichten wird? Oder vielleicht ist es das Tiroler Modell. Auch darüber werden wir ja im Verlauf dieser Veranstaltung noch einige Details hören. Ein Thema, was noch gar nicht so oft zur Sprache kam, was mir selber irgendwann mal richtig klar wurde, ist, wir haben ja die Situation, dass die Leute, die auf dem Motorrad durch die Gegend fahren, von ihrem eigenen Lärm kaum was hören. Denn die haben einen Helm auf, der sie ganz gut abschirmt, und da drinnen hört sich das Ganze schon relativ leise an. Die müssen also eigentlich laut sein, damit sie von ihrem Sound, den sie sicherlich ja in vielen Fällen jedenfalls gerne hören möchten, überhaupt was mitkriegen. Und ein nicht so ganz ernst gemeinter Vorschlag von mir, vielleicht könnte man das ja lösen, indem man zwangsweise sozusagen Helmlautsprecher einbaut, die dieses Geräusch ungefiltert übertragen. Ich glaube, wenn jeder, der auf dem Motorrad unterwegs ist, seinen Lärm wirklich ungefiltert die ganze Zeit auf die Ohren kriegen würde, dann hätten wir vielleicht gar kein Problem mehr. Denn dann würde sich das möglicherweise schnell selber regulieren. Und vielleicht brauchen wir ja auch gar kein Modell, weil es doch immer heißt, es seien nur einzelne schwarze Schafe. Aber Sie sehen, diese ganze Herde färbt sich da so mehr oder weniger dunkelgrau. Wenn ich nach meinen persönlichen Beobachtungen und Empfindungen gehe, dann muss ich einfach sagen, es sind ganz schön viele schwarze Schafe. An manchen schönen Sommertagen am Schluchsee hat man das Gefühl, die Zahl der schwarzen Schafe, das heißt die Zahl derer, die wirklich laut unterwegs sind, ist mindestens genauso groß wie die Zahl derer, die leise durch die Gegend schnurren. Damit bin ich schon am Ende dieser Begrüßungseinführung. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke vor allem unseren Referentinnen und Referenten, die uns bei der Veranstaltung unterstützen. Ich danke Ihnen für Ihr großes Interesse, für Ihr Kommen in den virtuellen Raum. Und ich danke unseren Kooperationspartnern, die sind unten alle nochmal aufgeführt, mit denen wir gemeinsam diese Veranstaltung heute bestreiten wollen. Ich wünsche Ihnen allen eine interessante, eine ergiebige, eine konstruktive und anregende Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuschauer, herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Schöttle. Ich bin einer der Mitorganisatoren des heutigen Abends und habe die Ehre, sich durch das Programm zu führen. Ja, zeig mir deinen Lärm. Das war eines Thema der sozialen Medienaktion gestern. Gestern war das Tag des Lärmes. Früher war der Tag des Lärmes relativ ruhig. Zwischenzeitlich ist der Tag des Lärmes schon relativ lauter geworden. Das Thema ist in der Gesellschaft angekommen und vor allem die schon genannten Initiativen Silent Rider, Initiative Motorradlärm Baden-Württemberg, aber auch die Vereinigte Arbeitsgemeinschaft gegen Motorradlärm hat gestern tatsächlich eine Allianz gegründet. Das Thema ist in der Bevölkerung angekommen. Nochmal herzlich willkommen zu der Bernau 2 Veranstaltung, die wir heute sehr gerne virtuell machen. Wir starten mit zwei Vorträgen. Wir haben drei Diskutanten und wir möchten Sie auch herzlich einladen, um in den Chat mitzuarbeiten und mitzumachen. Als ersten Referenten begrüße ich sozusagen den Alt-Bernauer, den Landtagsabgeordneten und Wiedergewählten. Das ist auch nicht ganz unbedeutend, eines Abgeordneten wiedergewählt zu werden, Thomas Marwein. Er ist Lärmschutzbeauftragter bis zum 30. April. Das heißt, morgen ist sein letzter Arbeitstag und dann wird er im Grunde mal schauen, wie es dann weitergeht. Der Herr Marwein ist im Grunde schon lange mit dabei, sich von Landesseite aus im Kampf gegen den Motorradlärm maßgeblich einzuschalten. Für ihn ist ganz besonders wichtig, das Miteinander in den Erholungsgebieten, dort, wo Menschen und Tiere gemeinsam Freiheit genügen. Ihn nervt, wie er sagt, dass eine vergleichsweise kleine Gruppe die Lebensqualität von vielen Menschen beeinträchtigt. Und seit seiner Arbeit als Lärmschutzbeauftragter hat er tatsächlich jetzt wahrgenommen, wie viele Menschen das betrifft. Herr Marwein, Sie sprechen jetzt über die politische Arbeit der Initiative Motorradlärm. Wir sind sehr gespannt. Bitte schön. Ja, guten Abend in die ganze Runde. Es freut mich, dass ich heute noch mal zu Ihnen reden kann. Sie haben es vorhin erwähnt, Alt-Bernauer, ja, also die Veranstaltung vor 2 Jahren, die war wirklich richtig gut. Die hat mal noch ein sehr breites Publikum erreicht, vor allem aus dem Gebiet Hochschwarzwald. Und die verschiedenen Aspekte, die da besprochen wurden, die haben sich wirklich auch weitergetragen. War auch für meine Arbeit, war das eine wichtige Veranstaltung. Außerdem konnte ich damals an der Veranstaltung mitteilen, dass das Land eine Förderung macht für die Lärmdisplays. Das haben wir uns extra, oder ich habe es mir extra aufgehoben, um es an der Veranstaltung in Bernau zum ersten Mal öffentlich zu verkünden. Und so gesehen bleibt mir das natürlich immer wieder in Erinnerung. Ja, also heute spreche ich über die Initiative Motorradlärm, die wir gegründet haben. Das war am 29.06.2019, also quasi unmittelbar vor Beginn der Schulferien, haben wir vom Ministerium aus und beziehungsweise auch von meiner Geschäftsstelle aus eingeladen, auch kurzfristig. Und es kamen dann doch 29 Kommunen, die vertreten waren, entweder durch den Bürgermeister oder jemand aus der Verwaltung. Und wir haben uns damals schon darauf geeinigt, dass wir einen Forderungskatalog erarbeiten. Da gab es auch schon einen Rohentwurf und den natürlich dann für die politischen Entscheidungsträger auf quasi den vorlegen, auf Bundesebene natürlich im Land weiter verbreiten. Und am 13.02., also ungefähr so 8 Monate später, haben wir dann bei einer Landespressekonferenz den endgültigen Text vorgestellt. Das war zwischenzeitlich hatten wir immer wieder Kontakt zu Kommunen, es gab aber einige redaktionelle Änderungen und das war auch gut, weil es ist ja keine Initiative des Landes, die da übergestülpt wird, sondern auch eine Initiative der Kommunen mit dem Land zusammen. Und damals bei der Landespressekonferenz, da war der Minister Herrmann da und die Frau Bürgermeisterin Schuffer aus Sasbach-Walden quasi als die Vertreterin der Kommunen und ich als Lärmschutzbeauftragter. Und schon das war am 13. Februar und am 15. Mai, also wirklich in rekordverdächtiger Zeit, kurz danach, eigentlich wurde mit Hilfe auch des Landes Nordrhein-Westfalen, wo ja sein Reiter vertreten ist, das im Bundesrat als Initiative eingebracht und zwar erfolgreich. Das wurde da alles angenommen
Und da waren alle unsere Forderungen drin, leicht vom Satzbau vielleicht leicht verändert, aber dem Grunde nach 1:1 übernommen. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, dass die auf Bundesebene das so angekommen ist. Und die 10 Forderungen, die wir da drin haben, weiß gar nicht, ob ich die jetzt alles sagen soll, weil Sie haben ja selber gerade vorhin gesagt, es sind sehr viele Kommunen geworden. Inzwischen sind es Stand heute tatsächlich 160 Kommunen, da dazu noch 11 Landkreise und ein Regionalverband, nämlich der südliche Oberrhein, also Freiburg, Breisgau, Hochschwarzwald, Emmendingen, Ortenau. Und natürlich noch Unterstützer wie zum Beispiel der Landesverkehrswacht oder der Naturpark Obere Donau und noch Nationalpark zum Beispiel auch und ich glaube Haus des Feldberghaus und der und ihre Organisation sind glaube ich auch Unterstützer. Ja, aber ich mache es trotzdem mal ganz kurz die Motorräder. Also schon bei der Zulassung, das ist natürlich ganz wichtig und das ist das dickste Brett, was wir bohren müssen, die Zulassung der Motorräder, dass man da Kriterien einführt, wie das, was wir vorgeschlagen haben, maximal 80 dBA in allen Betriebszuständen. Und das macht natürlich nicht die Bundesrepublik, also der Bund oder die EU, sondern dieses Gremium in Genf, UNECE. Und aber über den Umweg Bund EU kann man das auch erreichen, wenn man es will. Und da muss man also wirklich weiter dran bohren. Auch die Hersteller, dass die auch sagen, wir machen den Wettbewerb um das lauteste Motorrad, sagen wir mal den Wettbewerb um das leiseste Motorrad. Auch die Hersteller müssen sich bewegen. Auch in der Motorradfahrerszene ist das ja auch kein Thema, was die nicht interessiert. Sehr viele interessiert es eben. Und dann ist natürlich auch ein Umstieg auf nachhaltige Mobilität, wie zum Beispiel E-Mobilität. Also insbesondere bei den Zweirädern wirkt sich das natürlich viel stärker aus, E-Mobilität jetzt noch wie bei den Autos. Der Motor sitzt im Freien, jeder kann den hören, beim Auto ist er eher noch gekapselt. Auch von der Klangcharakteristik ist das Motorrad immer deutlich lauter. Und beim E-Motorrad wäre das natürlich dann noch viel besser. Und die Motorradfahrer, es richtet sich natürlich auch an die, dass sie auch anders fahren. Also erstmal die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten, dann eher mal im höheren Gang, nicht immer im niedrigen, wo es dann besonders laut ist, sondern auch im höheren Gang fahren. Auch bei den Beschleunigungsvorgängen das anders machen, Fehlstarts vermeiden oder diese Fehlzündungen, das Hin- und Herfahren, nicht nur in geschlossenen Ortschaften, sondern insbesondere auch außerhalb, wofür wir uns natürlich auch einsetzen, das sind die Kontrollen durch die Polizei. Da gab es jetzt in der letzten Zeit recht viele Kontrollen bei Autoposern. Wir gehen davon aus und werden natürlich auch das Innenministerium anschreiben und haben es auch schon getan, dass man auch mehr Kontrollen jetzt, wenn die Motorradsaison losgeht, bei den Motorrädern haben. Ja, auch mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen das Thema Fahrverbote. Also das ist natürlich medial sehr stark aufgeschlagen. Letztendlich die erste Reaktion der Presse war immer, Motorradfahren soll verboten werden. Das war so Bild-Zeitungsstil-Überschrift. Ja. So war das nicht gemeint und so steht es auch nicht im Text drin, sondern wir haben es auch immer so gesehen, es in besonderen Konfliktfällen, an besonderen Strecken kann zeitlich beschränkt an Sonntagen ein Fahrverbot für Motorräder erlassen werden. Das ist unsere Idee. Das heißt, übersetzt, dass man an der Strecke von A nach B am ersten Sonntag im Monat können von 19 Uhr bis 17 Uhr können da jetzt keine Motorräder fahren, es sei denn, es wären Elektromotorräder. Ja, dann ist einfach da mal Ruhe. Also man muss dann, das ist ein Dienst an der Bevölkerung, die da wohnt. Und ich war jetzt im letzten Sommer auch mal im Wiesental bei Schopfheim, so ein Teilort, und die haben auch gesagt,
außerhalb der Motorradsaison können wir alle auf der Straße leben. Die Kinder können über die Straße laufen. Das ist nur eine Kreisstraße. Ja? Aber da wird halt gerast und geheizt und, über die Strecke. Und die haben wirklich Angst, dass da ein Unfall passiert, dass Kinder überfahren werden oder so. Und genau für solche Dinge denken wir. Und es ist mitnichten ein generelles Motorradfahrverbot. In dem Zusammenhang, der Herr Büchner hat ja vorhin das gehabt, mit den schwarzen Schafen. Also am Anfang habe ich auch gesagt, ja, das sind einzelne schwarze Schafe, aber inzwischen ist das wirklich eine Herde, eine schwarze Herde. Das muss man klar sagen. Am Anfang war ich ja eher noch zurückhaltend, aber das ist doch eine deutlich wahrnehmbare Gruppe an Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern, die eben die Bevölkerung da wirklich nervt. Und auch wenn es über bestimmte Grenzen rausgeht, ist das Gesundheitsgefährdung. Das muss man auch immer wieder ganz klar sagen. Ja, zurück zu den Forderungen nochmal. Natürlich auch die lärmerzeugende Fahrweise bzw. auch die Manipulation am Motorrad müssen mit höheren Bußgeldern als bisher belegt werden. Ich sage immer so ganz grob, da muss nur ein Null hinten dran, also eine Verzehnfachung der Bußgelder. Das halte ich für richtig. Dann kommen wir so langsam in Richtung Schweizer Verhältnisse, da ist es nämlich auch richtig teuer. Und auch für die quasi die Halterhaftung, das ist auch nochmal eines der ganz dicken Bretter, weil das juristisch sehr kompliziert ist. Das hat, sag mal, als Nicht-Jurist so fast grundgesetzliche Schwierigkeiten, da was zu ändern, weil man da davon weggeht, vom Prinzip den Täter auf der frischen Tat ertappen. Nur weil er geblitzt wird und man kann das nicht erkennen, aber wenn das Motorrad noch von hinten mit dem Kennzeichen geblitzt wird, dann muss man einfach sagen, der ist der Halter halt eben zuständig. Auch als letztes wäre noch die Führung zur Pflicht, die Pflicht zur Führung eines Fahrtenbuches, was wir auch drin haben. Alles so im Bundesrat entschieden. Ja, weitere Schritte, die wir uns überlegen. Es sind natürlich jetzt im Februar wurde zum Beispiel unser Kampagnenlogo, vorhin haben Sie es eingeblendet. Kann es ja noch mal kurz in die Kamera halten. Das gibt es als verwendbar vielerlei Möglichkeiten, zum Beispiel solche Transparente, die man außerhalb der Kommune hinstellen kann aufs freie Feld oder an der Brücke hängen. Zum Beispiel die Mitgliedskommunen wurden alle darüber informiert. Das müssen die dann in eigener Zuständigkeit machen. Wir wollen natürlich jetzt weiterhin kontinuierlich auf Abgeordnete in anderen Landtagen zugehen, auch im Bundestag, auch auf Europaebene. Überhaupt die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer weiter für das Thema Lärm sensibilisieren und natürlich auch den Dialog mit den Herstellern, dass sie eben auch leisere Motorräder bauen. Also das ist so das, was wir gemacht haben, was wir machen wollen mit dieser Initiative. Die ist wirklich sehr erfolgreich. Und muss auch sagen, wenn man mal das zusammenrechnet, die 160, manchmal überschneidet sich das natürlich auch mit den Landkreisen, aber so grob gesagt sind es 3,5 bis 4 Millionen Einwohner von Baden-Württemberg bei 11 Millionen insgesamt. Also das ist wirklich eine riesige Unterstützungsgruppe, wenn man so will. Und ich behaupte mal, es gibt keine größere Initiative, Lärminitiative in Deutschland oder weltweit. Und da bin ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig stolz drauf. Ja, soweit mal mein Beitrag und später in der Diskussion. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Marwein, vielen Dank. Vielleicht doch gleich mal nachgefragt, soll der Diskussion entstehen, 160 Kommunen bei 1.101 Gemeinden, mathematisch sind es 14% und bei den Landkreisen sind etwa 27%. Das heißt im Grunde eigentlich, da ist meine Frage gleich mal, ja, wieso machen da nicht mehr Kommunen mit eigentlich? Und ich habe die Karte, die im Grunde Sie hier im Internet haben, auch mal dargestellt. Da ist schon noch viel Platz da, viel Platz da. 13% der Kommunen, ist das so ja, toll? Das stimmt, ja, das stimmt. Das können von der Anzahl mehr sein. Ich will jetzt sagen, dass wir da geschummelt haben, aber die, wenn Sie mal die Stadt Stuttgart nehmen mit 700.000 Einwohnern und Freiburg und oder ja gut, da ist der ganze, wenn man jetzt den ganzen Regionalverband nimmt, dann sind das ja vier Landkreise, einschließlich der Stadt Freiburg,
wie das repräsentiert, aber auch Heidelberg ist dabei und ein paar größere Kommunen natürlich auch, Baden-Baden, Bamberg ist auch dabei. Und also das sind von der Anzahl nicht so viele, aber natürlich Einwohner sind es. Genau. Die Zahl, die ich so, hier kann ich auch nur abschätzen. Die, genau, wobei wir heute auch noch intensiv drauf kommen, dass sozusagen die zwei Ohren auch vor allem im ländlichen Raum wohnen. Und deshalb ist die Anzahl der Einwohner natürlich noch nicht so aussagekräftig. Aber das war nur ein kleines... Genau, das sollte nur in Richtung der Kommunen gehen, beziehungsweise auch der Verbände, sich hier weiter zu engagieren. Genau. Ja, ich freue mich, den nächsten Redner Ihnen vorstellen zu dürfen, auch wiederum ein alter Bernauer, Dr. Christoph Lechner. Er ist Vorstand der Abteilung Emissionen, Sicherheitstechnik, Anlagen beim Land Tirol. Das hört sich schon sehr gewaltig an, Herr Dr. Lechner. Und Sie haben uns auch geschrieben, dass Sie die Lärmexperten des Landes sind, da kommt man nicht aus. Da kommt man nicht aus, wahrscheinlich übersetzt ins Baden-Württembergische, Schwäbisch-Badische, da kommt man nicht drum rum, da kannst du dich nicht zurückhalten. Dann haben Sie weiter gesagt, dass Sie im Grunde eigentlich, dass man mehr auf die Wirkung und weniger auf die rein physikalische Belastung schauen sollte. Was Sie persönlich am meisten eigentlich berührt, auch als Person, dass interessanterweise die Betroffenen und die unter Lärm Leidenden die öffentliche Verwaltung oftmals als Gegner und nicht als Partner sehen. Und last but not least, erschüttert sind sie eigentlich durchaus immer wieder darüber, was in den sozialen Medien alles auftaucht. Wir haben da rechts unten, blinkt es bei mir auch immer, wir haben im Grunde heutzutage andere Formate der Meinungsbildung und der Meinungskommunikation. Herr Dr. Lechner, Sie haben vor 2 Jahren im Grunde Tirol uns schon vorgestellt. Ich muss sagen, wow, Hut ab, Chapeau, was in 2 Jahren in Tirol passiert ist, Tiroler Modell. Das ist sehr, sehr spannend. Wir hören jetzt von Ihnen die Ergebnisse der Evaluation des Tiroler Modells 2020. Sie haben die Bühne, Herr Dr. Lechner. Ja, danke für die Einladung und schönen Abend an alle Teilnehmer. Auf der Startfolie sehen Sie auch noch den Namen meines Co-Autors, sowohl bei der ersten Motorradlärmstudie als auch dann bei der Evaluierungsstudie, David Schneider. In Berna war ich dabei, aber nicht alle wahrscheinlich in diesem Meeting heute. Deswegen habe ich noch 2 Folien parat, wo ich kurz wiederhole, was die Ergebnisse waren. Der Inhalt, der von mir heute vorgetragen wird, das ist Tiroler außer Fern, also nicht Motorradlärm in ganz Tirol. Und da gibt es eigentlich 3 Dinge, die interessant sind. Wie kam es denn zur Verwendung eines Standgeräuschpegels und noch dazu mit einem Wert über 95 dB? Dann was kam bei dieser Evaluierung 2020, veröffentlicht 2021 raus? Und was haben die Tiroler jetzt vor? Noch kurz das Gebiet, von dem wir reden, das ist das Tiroler außer Fern. Mit wunderschönen Motorradstrecken. Auch ich war ehemaliger Motorradfahrer. Man kennt es ganz gut und kann auch von der Warte durchaus die Freude verstehen, die man in der Gegend und auf diesen Strecken genießt. Die Rechtsgrundlage. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Warum machen die Behörde was? Und die wesentlichen Wörter, um die es geht, die haben sich ja fett herausgearbeitet. Es geht um Fernhalten von Belästigungen durch Lärm. Und die Behörde hat hier, sofern erforderlich, zum Schutz der Bevölkerung Maßnahmen zu treffen. Das heißt, die Behörde, wenn sie also die Belastung der Bevölkerung wahrnimmt, und das ist im Tiroler Außerfern ganz, ganz deutlich zutage getreten durch Bürgerinitiative, durch Einstieg auch des Transitforums Austria, ist es anzuschauen und natürlich muss man auch diese Dinge bewerten. Sind einige wenige betroffen oder ist ein großer Anteil der Bevölkerung betroffen? Was kann man tun? Man kann für bestimmte Fahrzeugarten Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote erlassen. Und hier noch wesentliche Ergebnisse aus der ersten Motorradlärmstudie. Es war eine Telefonbefragung. Es ist ein geschichtetes Cluster, eine Zufallsauswahl, die insofern eingeschränkt ist, ist, dass die Verteilung gewisser Eigenschaften bedungen wird bei diesen Befragungen. Verteilung, was Alter betrifft, was Geschlecht betrifft, was die Verteilung der betroffenen Gemeinden betrifft und auch die Wahrnehmbarkeit vom Motorradlärm im Gesamtverkehr.
Und wir sehen hier auf der Folie, wenn es um die stark Belästigten geht und um die äußerst stark Belästigten, dann haben wir in Summe 44% der Bevölkerung, die sagen, ich fühle mich durch Motorradlärm stark belästigt. Das ist also das Ergebnis für den ganzen Bezirk. Wenn man sich die Wunschvorstellungen der Weltgesundheitsorganisation hier zum Vergleich nimmt, dann sagen die um negative gesundheitliche Auswirkungen. Es beginnt bei Belästigungen. Da geht es also noch nicht um medizinisch beschriebene Erkrankungen vermeiden zu wollen. Dann schlagen wir vor 10% Belästigte. Hier haben wir 44. Im Vergleich der Autolärm mit 16% ist da weit geringer und der liegt eigentlich im üblichen Vergleich, wie wir ihn aus anderen Studien in Tirol auch kennen. Was macht die Belästigung? Hochdruckiges Fahren war der Topscorer bei Beschleunigung von Bremsvorgängen mit 78%. Das tieffrequente Brummen mit 17% war am letzten Platz. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach Maßnahmen. Und in Bernau habe ich noch bekannt gegeben, es wäre schön, Motorradfahrverbote an Sonntagen im gesamten Bezirk zu machen. Das wurde dann geprüft. Dann ist man draufgekommen und hat gesagt, naja, man kann ja auf bestimmten Strecken das nur mal machen oder man kann es nur an bestimmten Sonntagen auf bestimmten Strecken machen. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man die Belästigung bei der Bevölkerung dann noch runterbringen? Und diesen Versuch für Motorradfahrverbote, den wollte man nicht durchführen, weil viel zu wenige Sonntage betroffen gewesen wären. Und dann war die nächste Idee, wir verbieten laute Motorräder. Und jetzt die große Frage, was ist ein lautes Motorrad? Und zu dem Zweck haben wir uns die Zulassungsdatenbank schicken lassen. Da sind über 9500 Modelle drin. Sie sehen hier eine Punktwolke, die natürlich deswegen also wenige Punkte hat, weil viele Punkte auch übereinander liegen. Und hier sind abgetragen der Vorbeifahrtspegel auf der Y-Achse und der Nahfeldpegel auf der X-Achse. Warum Eintragungs-, warum Zulassungsdaten? Das ist eigentlich auch eine verwaltungspragmatische Überlegung. Wenn Sie wollen, dass gewisse Verbote eingehalten werden, dann muss für jemanden sofort erkennbar sein, ob er sich ans Verbot hält oder nicht. Sie können nicht kurz sagen, Sie dürfen ein Motorrad nicht so betreiben, dass es lauter ist als 88 dB, wenn Sie an diesem Messpflock vorbeifahren. Der Motorradfahrer kann das nicht selber abschätzen, er weiß das nicht und ist daher von diesem Verbot, was strafrechtliche Dinge angeht, nicht betroffen. Sagen uns die Juristen, der ich ja keiner bin. Also will man Zulassungsdaten verwenden, um diese Dinge zu beschreiben. Und da gibt es einen Zusammenhang. Und man kennt es natürlich, diese Korrelationsbeziehungen auch aus anderen Bereichen des Lebens. Und es gibt also eine wunderbare Korrelation, die entweder mit 1 oder minus 1 beschrieben ist. Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang. Und je näher dieser Wert des R-Quadrat, das ist das Bestimmtheitsmaß, das ist hier an der Stelle, gegen 0 geht, desto weniger korrelieren Daten miteinander. Und der Zusammenhang zwischen Nahfeldpegel und Vorbeifahrtspegel, der ist ganz, ganz schlecht. Und warum ist das so? Wenn ich mir das als rein maschinentechnisch anschaue, dann wird der Motor mit höherer Geschwindigkeit, höherer Leistung, höherer Drehzahl wird lauter. Also müsste dieser Zusammenhang relativ eindeutig sein. Es gibt sogar einen Hersteller, der einen negativen Zusammenhang hat. Das heißt, dass je höher der Nahfeldpegel wird, desto leiser wird der Vorbeifahrtpegel. Wie geht das? Der Grund ist relativ einfach. Es hängt mit dem Zulassungsverfahren zusammen. Es gibt einen Bereich, der wird geprüft und dann gibt es einen Bereich, der wird nicht geprüft. Und Motorräder, die werden natürlich auch in Bereichen betrieben außerhalb des Zulassungsbereichs, wenn es um den konkreten realen Verkehr geht. Und das bildet sich über den Nahfeldpegel wesentlich besser ab, weil hier werden Drehzahlen verwendet, die durchaus üblich sind und die außerhalb des Zulassungsbereichs sind. Und aus diesem Grund kann man eigentlich den Vorbeifahrtspegel gar nicht verwenden, weil, wie Sie hier sehen, diese ursprüngliche 80 dB als Vorbeifahrtspegel, die hält hier jeder ein. Hier fällt also in der Punktwolke eine Riesenschar, wo offensichtlich was passiert in einer technischen Beeinflussung bei den Fahrzeugen.
Wenn man jetzt die Verteilung der Anzahl von Motorrädern nach ihrem Standgeräusch aufzeigt, dann sieht man, schön verteilt, dass relativ wenige einen Nahfeldpegel von 95 dB überschreiten. Wie kommen wir auf 95 dB mit der allgemeinen Definition, was ist laut? Laut ist dann etwas, wenn es doppelt so laut ist. Dann kann man auf jeden Fall sagen, das ist ein lautes Geräusch. Und der Durchschnittswert, ja, der Zentralwert aller Zulassungsdaten liegt bei 85 dB. Wenn man dann sagt, doppelt so laut ist laut, dann kommen wir auf einen Wert von 95 und wenn der überschritten wird, dann reden wir auf jeden Fall von lauten Motorrädern. Interessanterweise, dieser Trennwert, wenn ich jetzt energetisch alles summiere, wenn ich ein Gedankenmodell mache und sage, alle diese Motorräder auf der linken Seite, die werden mit ihrem Nahfeldpegelbetriebszustand betrieben, sind dann gleich laut wie die auf der rechten Seite. Warum? Weil nämlich diese logarithmische Skala eigentlich das Ergebnis, wie wir es von der Mittelwertbildung kennen, etwas verzerren. Und im Zuge der solchen Motorrädern sind nur 6,7% von diesen Verboten eigentlich betroffen. Dieser Vergleich ist allerdings eingeschränkt auf die Zulassungsdaten in Tirol. So, man hat jetzt bestimmte Strecken mit diesem Verbot belegt, und zwar mit dem Standgeräusch größer 95 dB. Standgeräusch, ein ganz unglücklicher Begriff. Nahfeldpegel gefällt mir da wesentlich besser. Standgeräusch nennt sich deswegen so, weil es im Stand gemessen wird, aber natürlich entwickelt das Motorrad auch im Fahrbetrieb ein entsprechendes Geräusch, hat aber irrsinnig viel Polemik gesorgt und viele Motorradfahrer oder Motorradaffine haben uns dann geschrieben, ich stelle doch nicht mein Motorrad vor den Nachbarn hin und betreibe es mit einem gewissen Prozentsatz meiner Nenndrehzahl, um die Nachbarn zu belästigen. Die Evaluierungsbefragung, die hat 250 Personen betroffen. Es waren diesmal nicht mehr, weil nur 19 Gemeinden des Außer Ferns, des Bezirks Reutte, evaluiert wurden, weil die anderen ja keine entsprechenden verkehrsbeschränkenden Maßnahmen erhalten haben. Es war wieder eine CATI-Befragung, also Computer-Assisted Telephone Interview mit 36 Fragen. Das Sample ähnlich wieder wie vorher, das heißt geschichtliche Clusterauswahl, Alter, Geschlecht und Gemeinden. Man hat auch Verkehrsdaten ausgewertet und hier ist uns leider Corona in die Quere gekommen, weil der Verkehr im Allgemeinen immer sehr stark abgenommen hat. Und hier nur, weil es typische Situation abbildet, wir haben bei den Motorrädern einen Rückgang an der Dannheimer Straße von 49%, vom Gesamtverkehr 25%. Regelmäßig ist das gar nicht so dramatisch. Das ist also bei Motorrädern dann drei dB weniger, bei PKWs oder beim Gesamtverkehr ist es ein dB weniger. Das spielt dann eine Rolle, wenn Sie Belästigung wieder anschauen und sagen können, welche Anteile werden jetzt assoziiert, welche können Sie jetzt erklären mit dem Pegel und welche können Sie eigentlich nicht mehr mit dem Pegel erklären. Wir haben da ähnliche Bereiche, zum Beispiel an der Dannheimer Straße ab Eisenbach, wo minus 44 und minus 40 die Verkehre eigentlich leicht abgenommen haben. Leider Gottes an der L21, das ist ja so eine namenlose Straße, haben die Zählsysteme nicht funktioniert und deswegen stehen sie zwar der Vollständigkeit halber da, jetzt diese Daten sind allerdings nicht verwendbar und nicht aussagekräftig. Bei diesen Fragen war auch eine Frage, sind Sie selber Motorradfahrerin oder waren Sie Motorradfahrerin? Und hier sehen wir die Verteilung nach Schulabschluss und nach dem Anteil der Motorradfahrenden, wenn wir sie jetzt kurz nennen. Also nicht nur die, die aktuell fahren, sondern die schon mal gefahren sind. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir schon gesehen haben aus der ersten Studie, dass dieser Umstand das Urteil der Betroffenen doch einigermaßen beeinflusst in die eine oder andere Richtung. Und wir haben gesehen, von diesen Befragten waren 32%, knapp ein Drittel, die selber Motorradfahrende sind. Ganz spannend, unter den Befragten mit der CR-Schulabschluss
waren es nahezu 45%, die selbst motorradfahrend sich bezeichnet haben. Das ist relativ viel und deswegen kann man es sehr gut auswerten. Lebensqualität schauen wir uns immer an, weil Lebensqualität ein sehr sensitiver Summeparameter ist, wenn es auch um Lärm geht. Auch wenn es um Gesamtlärm geht, wenn es um kombinierte Einwirkungen geht, Lebensqualität beginnt relativ rasch zu sinken, wenn die Einwirkungen besonders stark empfunden werden. Die allgemeine Lebensqualität im Ausfallen ist gut bis sehr gut mit einem Mittelwert von 4,2. Wenn man sich dann allerdings anschaut, wie das eigene Ausmaß der Belästigung und die Störung durch Motorradlärm die Lebensqualität beeinflusst, dann ergibt sich doch ein eingradiger Unterschied bei den Befragten. Und man sieht schon sehr stark, dass die Lebensqualität um ein Grad, und das ist sehr viel, auf der fünfteiligen Skala dann sinkt. Die Lärmempfindlichkeit wurde auch abgefragt. Interessant ist jetzt die Darstellung links, weil im STI nämlich die Verteilung der überhaupt nicht bis äußerst lärmgestörten und der mittelmäßig gestörten zeigt. Das wäre fast, wenn man es ein bisschen schlampig betrachten wollte, eine Normalverteilungskurve. Für uns sehr erfreulich, weil diese Verteilung, die haben wir beobachtet in der ersten Studie, und das ist ja dieselbe Verteilung, die wir in Innsbruck in einer Landeshauptstadt beobachten können. Also von der Lärmempfindlichkeit sind die Außerfernerinnen und Außerferner durchaus vergleichbar mit anderen Befragten in Tirol. Wenn wir dann schauen, wie wirkt sich die Lärmempfindlichkeit auf das Ausmaß der Belästigung aus, dann finden wir wieder diesen Einskalen-Shift. Je weniger ich mich selbst als lärmempfindlich bezeichne, umso weniger fühle ich mich natürlich auch durch den Lärm gestört. Die Belästigung selber durch Motorräder, die liegt im Mittel bei 2,6 und 30% circa sagen, ich fühle mich überhaupt nicht gestört. Interessant ist der Text hier auf dieser Seite, weil wir nämlich die Gemeinden noch einmal ausgewertet haben von den Daten der ersten Studie. Und dort bei diesen Gemeinden, wo also sehr starkes Motorradverkehrsgeschehen ist im Vergleich zum Gesamtverkehrsgeschehen, dort hatten wir ursprünglich nicht nur 44% Teile erneut, also stark Belästigte, sondern dort hatten wir fast zwei Drittel, die sagten, ich fühle mich stark belästigt. Und jetzt sehen Sie, dieser Wert ist auf 30% oder unter 30% gesunken. Es hat sich de facto die Belästigung halbiert. Und das kann man nicht mehr erklären, allein aufgrund der Verkehrszahlen. Das kann man nicht mehr erklären durch den Rückgang der Gesamtverkehrsdaten, kann man nicht mehr erklären nur durch den Rückgang der Motorradverkehrszahlen, sondern da ist was anderes passiert. Interessant ist auch die Frage, wie schaut es denn aus? Also warum ist das passiert? Was ist Vorverhalten mancher Motorräder? Was stört? Es stören nach wie vor das Vorverhalten mancher Motorräder oder der Fahrerinnen und Fahrer. Die große Anzahl hat eine gewisse Bedeutung. Besonders laute Motorräder sind vergleichsweise stark zurückgegangen. Motorgeräusche von Motoren, das war endlich dann im Hintergrund. Interessant ist immer, wenn man vergleicht, wie wird die Belastung eingeschätzt, wie wird die Belästigung eingeschätzt. Und das wird jetzt hier wiedergegeben. Und zwar der Balken links sagt uns die Lärmbelastung der Motorräder im Vergleich und der Balken rechts sagt die Anzahl der Motorräder im Vergleich. Und man merkt, die Menschen, die haben schon auch ein gutes Gefühl, wie sich was verändert hat. Und hier, wenn es also um diese Frage, wie hat die Belastung abgenommen geht, dann finden sich eigentlich die Motorradfahrenden und die Nicht-Motorradfahrenden fast auf derselben Kurve. Und das ist ein sehr schönes Ergebnis, weil wenn ich diese rein objektiven Belastungs- und Verkehrszahlen werden von den betroffenen Menschen eigentlich sehr ähnlich dann wiedergegeben. Wie glauben Sie, hat sich jetzt das Motorrad Fahrverbot ausgewirkt. 70% sagen, die Lärmbelastung hat sich vermindert. Die Anzahl der Motorräder hat sich vermindert aufgrund der Motorradfahrverbote. Ungefähr derselbe Prozentsatz sagt aber, das war genauso Corona. Und de facto wissen wir es nicht.
Wenn es dann darum geht, ob das Fahrverhalten der Motorräder rücksichtsvoll geworden ist, wenn es um die positiven Wirkungen im Freien geht, ist eigentlich das Ergebnis relativ ausgewogen. Auch hier wieder der Blick auf Motorradfahrende, Nicht-Motorradfahrende. Wenn es um die Lärmverminderung geht, Lärmbelastung Motorräder, völlig gleiche Einschätzung. Bei der Anzahl driftet das schon sehr deutlich zusammen. Wenn es um den Tourismus geht, glaubt man, das ist also nur das Urteil der Befragten, also keine objektive Datenerfassung, ähnlich wie die Einbußen in Gastronomie und Tourismus ausschaut haben. Wenn es allerdings dann um diese subjektiven Komponenten geht, ist das Fahrverhalten von Motorrädern rücksichtsvoller geworden. Dann meinen die Nicht-Motorradfahrenden, dass das zumindest fast zu 50% der Fall ist, während die Motorradfahrenden von dem Ganzen nicht so überzeugt sind. Genauso werden sonst positive Auswirkungen auf die Aktivitäten im Freien oder überhaupt auf den Sound, auf die Akustik des Verkehrslärms und des Motorradlärms bezogen wird. Genau. Wenn wir uns dann noch den Vergleich anschauen, ist Motorradlärm störender als der Lärm zweispuriger Kraftfahrzeuge, war auch sehr stark kritisiert und wurde eigentlich dieses Mal in der Evaluierungsstudie das zweite Mal abgefragt und das Ergebnis ist sehr eindeutig. Ja, es ist stärker störend, wobei auch hier wieder der Effekt subjektive Einstellung Motorradfahrende und Nicht-Motorradfahrende deutlich voneinander auseinander driften. Gut, was gibt es in Tirol für zukünftige Maßnahmen? Als erste Schlussfolgerung, die Gemeinden, bei denen es diese Verbote gibt, dort hat sich der Anteil der stark Belästigten halbiert. Die Tiroler Landesregierung macht deswegen den Weg oder verfolgt den Weg weiter. Wir sind uns der Unsicherheiten durch den Einfluss der Corona-Pandemie durchaus bewusst. Und welche Maßnahmen gibt es? Diese verkehrsbeschränkten Maßnahmen in den Bezirken Reutte und Imst von 15. April bis 21. Oktober nun unbeschränkt verordnet, das heißt, es gilt jedes Jahr. Wenn die Verordnung nicht aufgehoben wird oder ersetzt wird oder zurückgezogen wird. Und die 95 dB sind gleich geblieben. Auch die Streckenabschnitte sind gleich geblieben. Es gibt weder im Bezirk Reutte noch im Bundesland Tirol eine Ausweitung dieser Verbote. Und als eines der ganz wesentlichen Ergebnisse, die Konstrukteure, die sind nun aufgefordert, einfach leisere Motorräder bauen und auch, und da gibt es schon sehr positive Signale, das freut mich sehr, auch Prüfverfahren zu entwickeln, die das immer weniger möglich machen, dass es Schlupflöcher gibt in Zulassungsverfahren, die man dann im Realbetrieb ausschöpft und dadurch laut die Motorräder auch laut betreiben kann im Verkehr. Und das Ziel muss ja sein, dass wir die Belästigung runterbringen, dass wir die gesundheitlichen Auswirkungen reduzieren und nicht als Ziel, dass wir den Motorradfahrern ihr Hobby oder einen Freizeitspaß vergelten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Lechner, für die interessanten Ergebnisse, die Sie präsentieren konnten. Vor allem natürlich die Evaluation, wenngleich die Umfrage sich jetzt einmal auf eine Gesamtheit von 250 bezog. Ich denke, da gibt es auch noch etwas Luft nach oben, das vielleicht auch noch mal im nächsten Jahr natürlich noch mal zu tun ist. Das ist ja ganz wichtig, damit man auch Argumente hat. Meine Frage wäre noch gewesen, ja, bitte? Hey, ich finde das immer spannend, wenn man explizit macht, wie viele Menschen befragt worden sind, dann ist die erste Reaktion war so wenig. Im Endeffekt schauen Sie sich zum Beispiel Wählerumfragen an, schauen Sie sich Hochrechnungen und Wahltagen an, schauen Sie sich die statistischen Schwankungsbreiten an. Im Endeffekt können Sie auf Prozentpunkte genau Vorhersagen treffen, wenn Sie eine ist gleich 1000 Umfrage in Österreich machen, wenn Sie die Fragen richtig stellen, wenn Sie die Stichprobe richtig auswählen. Und von dem her war es uns wichtiger, dass wir die Verteilung nach Geschlecht, Alter und Gemeinden durchsetzen können, als dass wir Verzerrer bekommen durch zwar hohe Stichprobe, aber die Verteilung unterhalb dieser Gruppen stimmt nicht mehr. Und deswegen möchte ich nicht sagen, bei 250 ist nur Luft nach oben. Es hängt davon ab. Das ist richtig, genau.
Die Frage wäre jetzt für mich nochmal direkt nachgeschoben. Wer ist denn bei Ihnen in Tirol die treibende Kraft nochmal? Welche Rolle spielt die Politik? Welche Rolle spielen die gesellschaftlichen Initiativen? Vielleicht auch einen Satz dazu. Also ich bin Beamter, das haben Sie schon gesagt, nicht? Und im Endeffekt, wir haben ja einen gemeinsamen Geschäftsapparat. Es gibt also nicht ressortzuständige Ministerien, sondern es gibt das Amt der Landesregierung, ein Ministerium für alle Landesräte. Und wenn hier ein Problem aufpoppt, dann werden die zuständigen Fachabteilungen, primär die Rechtsabteilungen, angesprochen. Und das heißt, der Impuls kommt natürlich von den Betroffenen, die das artikulieren. Der Auftrag kommt dann direkt von der Landespolitik. Genau. Gibt es bei Ihnen einen Herrn Marwein, einen Lärmschutzbeauftragten in Tirol? Nein. Hätten Sie gerne einen? Also, ich weiß nicht, ob ich so einen Mitleid zur Verfügung hätte für jemanden. Also, Lärmbekämpfung ist jetzt nicht unbedingt die politisch attraktivste Geschichte. Da würde ich eher das Sportlandesrat empfehlen und Pokale verteilen. Genau, also Herr Marwein ist immerhin wiedergewählt worden, also von daher kann man das auch überleben. Nein, meine Frage ging eigentlich dahingehend, wir haben ja gerade in Baden-Württemberg die Bildung der Landesregierung und da sind wir alle, die heute teilnehmen, eigentlich super gespannt und die Frage kriegt der Herr Marwein nachher sofort, wo im Grunde das Thema Lärm in der politischen Spitze verankert ist. Genau, ist das Landeshauptmann bzw. Tirol? Sie haben ja noch mehr Bundesländer, soweit ich weiß, in Österreich. Wie sieht es denn irgendwo anders aus? Es gibt ja noch mehr Berge außer in Tirol. Ja, Lärm ist die sogenannte Annex-Materie oder Querschnittsmaterie. Das heißt, jeder verwaltet seinen eigenen Lärm. Das macht also auch Gesamtlärm unheimlich schwierig. Das bedeutet, wenn ich die Hauptmaterie zu verwalten habe, wie zum Beispiel Baurecht, dann wird der Baulärm oder die Bauakustik, die wird dort in der Materie verwaltet. Der Bund macht zum Beispiel die hochrangige Infrastruktur, Autobahnen, Schnellstraßen und Hochleitungsschienenstrecken, die macht der Bund. Die anderen Straßen, die macht zum Beispiel das Land. Und hier wieder gibt es also diese Zuständigkeit der einzelnen Politiker. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Ressort gibt, was keinen Anknüpfungspunkt mit Lärm hat. Genau. Verkehrslärm ist eben die Frau Landeshauptmann Stellvertreterin Philippe zum Beispiel. Genau. Eine Frage nochmal zu den Ergebnissen der Studie. Ich meine, die sind ja, sage ich mal, durchaus eindeutig, glaube ich. Wie sind denn die aufgenommen bei Ihnen jetzt? Ich meine, klar, von der, sag mal, Befürworterszene, klar, wie sieht denn so die andere Seite aus? Haben Sie da sowas wie eine verständnisvolle Situation noch erreichen können, dass man zusammenkommt? Ich meine, Sie haben das ja klargelegt, im Grunde diesen Wert abgeleitet. Und Sie haben auch klargelegt, wenn du den Zulassungspapier anschaust, dann weißt du schon, auf welcher Seite du stehst, links oder rechts davon. Das ist eigentlich relativ einfache Logik. Wie ist die Situation, sage ich mal, tatsächlich so auf der Straße? Was haben Sie da wahrgenommen vor 2 Jahren und jetzt? Wie sieht es da aus bei Ihnen? Ja, die Wahrnehmungen auf der Straße, die hatte mehr die Polizei, die kontrolliert hat, da gab es sehr positives Feedback, gerade von den Motorradfahrenden. Das Verbot war fast allen bewusst. Das, was in den Foren passiert, das ist ganz was anderes. Was die Bevölkerungsreaktion angeht, da ist letztes Jahr im Sommer plötzlich die Medienstimmung gekippt. Und zwar wurde da erstmals berichtet aus dem Bezirk, dass dieses Verbot zu greifen scheint und dass das positiv aufgenommen wird. Weiterer Aspekt, und das gefällt mir sehr, sehr gut, das ist, dass mittlerweile beim Motorradkauf, bei der Suche nach Motorrädern, plötzlich das Standgeräusch ein Thema ist. Mhm. So, ein Freund von mir, der arbeitet am ÖMTC, da ist der ADAC, könnte man sagen, Partner-Club, und der sagt, also Anfragen, Motorräder, das ist nicht mehr nur Leistung, Leistungsgewicht, sondern da kommt jetzt auch das dazu. Und das Geräusch des Motorrades, das Bewusstsein, ich habe ein Ding, das belästigen kann, das ist vielleicht ein guter Schritt, vielleicht ist er nur ein Zwischenschritt, der notwendig war, dass man das in diese Richtung greift, einfach leisere Motorräder zu bauen und dann auch leisere Motorräder zu fahren und Motorräder leiser zu betreiben.
Genau, und der Traum in Baden-Württemberg wäre dann, dass sozusagen im Schaufenster der Motorradhändler es dann Motorräder gibt, wo dem Herrn Marwein sein Aufkleber drauf ist, Initiative Motorradlärm leiser. Das ist ja die Perspektive. Wunderbar, Herr Dr. Lechner, für diesen Input. Spannend immer über den Tellerrand zu schauen. Ich würde jetzt aber gerne im Schwarzwald zurückkehren, würde Ihnen die drei Mitdiskutanten der Runde vorstellen. Ich würde natürlich beginnen mit der Frau Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Sie ist eine von denjenigen gewesen, die 2019 von den 28 Kommunen von Anfang an mit dabei war, die Lärminitiative Baden-Württemberg mit zu organisieren. Ihr Dezernent, der Ordnungsamtdezernent, ist auch Sprecher dieser Initiative von Baden-Baden. Baden-Baden ist deshalb besonders betroffen natürlich, weil es ein Eingangstor zum Schwarzwald ist. Die L78 nach Gernsbach und 84 zum Rebland und zum Zimmerplatz. Die Frau Mergen, sie sagt explizit, sie spricht durchaus auch für Mitorganisatoren, in dem Fall für als Vorstandsmitglied für den Naturpark Schwarzwald Mitte Nord, also nicht nur Oberbürgermeisterin. Und sie hat selber auch einen persönlichen Motorradhintergrund. Sie war fast 30 Jahre lang begeisterte Sozia ihres Mannes. Leider gab es einen unverschuldeten Motorradunfall. Sie ist aber dennoch nach wie vor zu begeistern für gemäßigtes Motorradfahren. Als nächsten Diskutanten möchte ich gern den Herrn Christian Raue vorstellen. Herr Christian Raue ist das Gesicht der Initiative Rettet die Stille. Wer in Freiburg die Badische Zeitung liest, sieht immer die kleinen Bildchen in den eBay-Anzeigen oder in den Kleinanzeigen zum Beispiel mit dabei. Er sagt, dass bestehende Lärmschutzgesetze gegen Motorrennlärm, übrigens das vielleicht von meiner Regie noch, wir sprechen heute oft über Motorrad. Ich habe es rechts im Augenwinkel im Chat schon gesehen. Wir sprechen eigentlich gern von Motorrennlärm. Alles, was lärmt, ist relevant. Er sagt auch, wir brauchen praxistaugliche Messmethoden und hatte das Thema auch die Lärmumweltzonen ins Spiel gebracht. Ihn nervt, dass 1 bis 2 Personen es nur so wenig braucht, die praktisch viele Quadratkilometer Lärm erzeugen können. Und last but not least, der Bernd Obrecht. Er kommt vom Motorradclub Die Coole Wampe in Freiburg. Herr Obrecht, herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Er fährt seit den 70er Jahren Motorrad, ist lange in der Motorradszene verankert. Er setzt sich ein, persönlich ein, um die Vorurteile und diskriminierende Vorwürfe abzubauen. Und er ärgert sich durchaus darüber, dass im Grunde die Motorradfahrer so keine Lobby haben. Oftmals sind es dann doch eher Lonely Rider als praktisch sich zusammengeschlossene Strukturen. Ständig werden auch irgendwelche Streckensperrungen gefordert. Und ganz besonders hat er mir noch reingegeben, dass ja letztes Jahr die große Motorradfahrer-Demo in Freiburg war, 1500 Teilnehmer, wo unter anderem der Gesetzgeber aufgefordert wird, leisere Motorräder rauszubringen. Jetzt habe ich mich, Herr Obrecht, ich würde gerne mit Ihnen ins Gespräch einsteigen, natürlich etwas im Internet nochmal kundig gemacht, Coole Wampe. Ich habe jetzt da eher so etwas, sage ich mal, ich bin auch schon in die Jahre gekommen, eine andere Wampe vorgestellt, aber ich habe dann nachgelesen, dass der Name einer Berliner Zeltstadt in den 20er Jahren herkommt, also tatsächlich einen politischen Hintergrund hat, durchaus auch wie ihr Motorradclub, und dass Bert Brecht den Film gemacht hat darüber, Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Herr Obrecht, wem gehört die Welt eigentlich? Besser hätte die Frage nicht sein können, die dieser Film trägt. Wem gehört die Welt? Naja, nicht den Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen, aber um mal kurz darauf zurückzukommen, Sie haben das schon sehr gut dargestellt mit dem Namen, mit Coole Wampe. Und wenn man sich den Film jemals angesehen hat, dann sieht man auch, dass das Motorrad in den 20er Jahren vor allem halt auch ein Fortbewegungsmittel war. Und das ist es eben zum Teil heute auch noch. Wir haben bei uns im Motorradclub viele, die einfach nur das Motorrad als einziges Kraftfahrzeug haben. Ansonsten fahren sie Fahrrad und Bus und öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter. Und Motorrad ist einfach erstmal auch ein Fortbewegungsmittel und immer weniger ein Mittel der Freizeitgestaltung, wie es unter anderem auch in dieser Bundesratsinitiative hieß. Das hat uns wirklich sehr verwundert. Da wird immer nur vom Motorradfahren als Freizeitvergnügen und Hobby gesprochen.
Und es gibt wirklich eine erhebliche Anzahl von Motorradfahrenden, die das Motorrad wie andere ein Auto benutzen als Alltagsfahrzeug. Und man muss auch mal nur sehen, was für Möglichkeiten das Motorrad, dieses Zweirad überhaupt bietet. Schauen Sie sich mal jetzt nicht nur die Innenstädte in Deutschland an, sondern vielleicht mal in Frankreich, in den südlichen Ländern, in Spanien und Italien. Da werden Sie feststellen, dass Sie da mit dem Motorrad, mit dem Motorroller, auch mit Elektrobikes und so weiter sehr gut aufgestellt sind. Besser als mit dem Auto auf jeden Fall. Ja, und das ist so, ich sage mal, eine Sache, die wir auch beobachten, die wir auch forcieren. Ja. Aber habe ich Ihre Frage damit ein bisschen beantworten können? Sie sind darauf eingegangen, denn die Frage ist ja nicht sozusagen das Motorrad als Fahrzeug in irgendeine Ecke reinzudrängen. Ich selber bin jahrelang Motorrad gefahren, auch leidenschaftlich Motorrad gefahren. Ich glaube, viele haben den Hintergrund, haben beim Dr. Lechner ja gelernt, es sind viele in der Gesellschaft. Das ist ja auch durchaus interessant, die Motorraderfahrungen auch haben, auch im Positiven haben, schlicht und ergreifend. Das war ja im Grunde nicht so sehr die Ausgangsposition. Meine Frage wäre im Grunde eigentlich jetzt nochmal gewesen, nochmal bezogen auf den Herrn Dr. Lechner als Einstieg, dieses Tiroler Modell, ist das ein Schwarzwälder Modell, ist das eine gute Idee? Also wir persönlich haben das diskutiert, wir haben ja zu dieser Motorraddemonstration aufgerufen, wir haben es ja schon gesagt, das war unser Aufruf dafür, 1500 Motorradfahrer sind diesen Forderungen gefolgt, da geht es darum, dass wir gesagt haben, wir wollen zwar einen guten Sound, aber wir wollen leise Motorräder haben. Von daher ist die Idee gar nicht so schlecht. Der Punkt ist halt der, wenn ich jetzt mal hier auf meinen Fahrzeugschein gucke, ich habe eine ältere Yamaha, die hat einen Standwert von 85 Dezibel. Wenn ich jetzt das gleiche Modell heute nochmal kaufen möchte, dann komme ich nicht unter 96 Dezibel auf den Markt. Ja. Das ist eigentlich die große Sauerei, dass Sie nichts anderes bekommen können im Augenblick. Ja. Dass die Motorräder immer lauter werden, ohne dass wir das eigentlich wollen. Und ohne dass wir, ich meine, es gibt welche, die sagen, die wollen das, aber das ist so eine Automatik halt, ja, dass die Motorräder immer lauter werden. Jetzt stellen Sie sich vor, die baden-württembergische Polizei wird mit neuen BMW-Motorrädern ausgestattet. Ja, die haben Lärmauspuffklappen. Ja. Das ist ein Skandal. Ja, genauso in Österreich, ich muss sagen, ich fand diesen Vortrag von Herrn Lechner ganz, ganz apart und auch bezeichnend, war viel Arbeit dahinter. Das können wir nur begrüßen, aber Österreich ist KTM-Land und diese KTMs sind so dermaßen schweinelaut. Ja. Also laute Motorräder nehmen zu und ja, meine Yamaha ist sehr alt, aber leise. Ich habe übrigens seit 20 Jahren einen Aufkleber auf meinem Motorrad drauf, der heißt Loud is Out. Laut ist out. Und wenn Sie unterwegs sind oder ausfahren, wie ist da Ihre Wahrnehmung? Ist das für viele out? Ist das Trend oder wie sieht die Gruppe aus? Oder in welcher Welt bewegen Sie sich? Nochmal, um es deutlich zu sagen, wenn wir vor vielen Jahren mit den 1200er oder 1150er oder 1100er BMWs unterwegs waren, ja, war das wesentlich leiser, als wenn wir jetzt die neuen 1200er oder 1250er BMWs dabei haben. Jetzt haben wir uns zwei, drei solche BMWs. Ja. Die sind lauter als früher und die müssen das nicht sein. Das ist der Punkt. Und gut, es gibt auch Hirnis, muss man einfach mal sagen. Ja, es gibt wirklich genügend Leute, die das auch in Kauf nehmen. Wir haben das auch auf unserer Demo so mal besprochen. So ein Lärmticket kostet ja hier in Deutschland nicht 500 Euro oder 250 Euro, sondern 25 Euro, wenn es zu laut ist. Ja. Dafür kriegen Sie in der Schweiz gerade mal eine Sachertorte und einen Cappuccino. Das ist richtig. Das ist so immer die Preisrelationsfrage. Und wir sind grenznah. Das ist so ein eigenes Thema. Aber genau, das weiß ich nicht, ob wir das heute vertiefen sollten. Ich würde gern... Darf ich noch was? Ich möchte gerne einen ganz wichtigen Aspekt, auch weshalb ich dabei bin, den will ich gerne mal nennen. Und zwar folgendes: Also, ich gehe ja mit vielen Dingen mit Herrn Marwein d'accord, aber mit einer Sache nicht. Und zwar mit dieser Streckensperrungsidee. Das ist gekommen vom Bundesrat und deswegen hat es ja auch diese Motorraddemos gegeben. Es hat schon mal in den 70er, 80er Jahren hier Streckensperrungen gegeben, wegen Verkehrstoten und so weiter. Der Schauinsland ist auch gesperrt, ist ja sozusagen die Rennstrecke bei uns. Ja. Aber wir unterstützen ja die Entwicklung und Produktion von leiseren Fahrzeugen, aber wir fordern das für alle Fahrzeuge. Das ist der Punkt. Es kann nicht angehen, dass auf einer Minderheit rumgekloppt wird,
Ja, und dass diese Minderheit mit ihren Fortbewegungsmöglichkeiten, auch mit ihren alltäglichen Fortbewegungsmitteln eingegrenzt wird. Und diejenigen, die in der Stadt zum Beispiel leben, ja, beklagen sich über andere Dinge. Deswegen bin ich auch sehr interessiert, zum Beispiel daran zu fragen, was die Oberbürgermeisterin aus Baden-Baden zu dem Thema sagt. Wir haben bisher nur das Landmodell immer besprochen und besprochen, was auf dem Land so passiert, wo ich ja Ihnen recht gebe, ich wandere auch sehr gerne mit meinen Kindern und Enkeln und sowas. Ja, das mit den 2 Kilometern kann ich gut nachvollziehen. Aber was passiert in der Stadt? Ja, in der Stadt fahren hier die Poser rum und in der Stadt fahren auch die ganz normalen Fahrzeuge, die PKWs sind das, bei mir vor der Haustür. Ich wohne direkt an der Straßenbahn, das ist angenehm im Vergleich dazu, aber nachts ab 22 Uhr geht hier der Bär ab in der Innenstadt in Freiburg. Herr Obrecht, das ist sozusagen geschenkte Überleitung für mich. Ich würde tatsächlich an die Frau Mergen weitergehen, ohne dass wir die Frage an den Herrn Marwein natürlich vergessen an der Stelle. Frau Mergen, Sie sind bei uns als Oberbürgermeister und als Vertreterin hier mit engagiert, mit dabei. Nochmal, wo liegt denn Ihre Motivlage, Sie hier einzubringen eigentlich? Baden-Baden ist eine schöne Stadt, ist eine touristische Stadt, hat einen hohen Lebenswert, schlicht und ergreifend. Welche Güter, Gefahren sind in Gefahr, dass sich die Stadt Baden-Baden so einsetzt und vorne so mit dabei sein will? Und dann natürlich die Frage, die der Obrecht gestellt hat, wie sieht es mit dem Motorrad innerstädtisch aus? Ich bin mal gespannt, wieso ist Baden-Baden so mit vorne dabei? Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier bei dieser Runde heute Abend dabei sein zu können. Baden-Baden ist insofern sehr stark tangiert, als Baden-Baden das nördliche Tor zum Schwarzwald ist. Hier beginnt die Schwarzwald-Hochstraße, die legendäre Schwarzwald-Hochstraße. Und wir haben vor allem an Wochenenden und gerade jetzt so ab April, Mai, eine unglaubliche Zunahme an Motorradfahrern, die hier ihre Tour starten oder auch am Nachmittag beenden. Und wir haben auch hier im Nordschwarzwald wunderbare Strecken, die ich selber kenne aus eigener Anschauung. Und es ist gegen den Motorradfahrer als solches nichts zu sagen. Aber es sind vor allem die Raser und vor allem eben diese lauten Motorräder. Und ich sehe eine doppelte Betroffenheit. Sie hatten den wunderschönen Film eingangs. Und es ist der Schwarzwald und ich war heute Mittag auch beim Nationalpark oben. Es ist der Schwarzwald als Erholungswald, als Naturwald. Und ich erinnere mich gut an Wanderungen, die wir gemacht haben. Und unten im Tal läuft die Schwarzwald-Hochstraße. Und da reicht manchmal ein einziges Motorrad, wenn er so richtig losgibt und aufzieht und eine laute Maschine hat. Das hören Sie noch Minuten lang. Das nervt. Sie wollen eigentlich Ruhe. Das kam in dem Film gut raus. Was mich aber tatsächlich noch stärker tangiert, sind die Ortsteile auf dem Weg zur Schwarzwald-Hochstraße, konkret Lichtental oder auch Geroldsau oder auch im Rebland. Denn da starten die Motorradfahrer und die drehen oft schon auf in der Vorfreude auf den Schwarzwald und das ist nun mal extrem laut. Das gilt auch für den einen oder anderen Autofahrer. Die sind allerdings mehr als Poser unterwegs abends in der Stadt. Die haben wir auch und die ärgern mich genauso. Und zur Frage, was machen wir als Stadt? Wir haben die Displays. Nein, nicht die Displays, den Asphalt. Den Flüsterasphalt. Flüsterasphalt auf der einen oder anderen Straße aufgebracht, wirkt aber erst ab 50 Stundenkilometer und drüber. Und die übliche Geschwindigkeit in der Stadt ist 50. Also das wirkt nur beispielsweise bei der Europastraße, die nach Baden-Baden reinführt. Wir haben Lärmdisplays aufgestellt, 3 an der Zahl. Herzlichen Dank auch, Herr Marwein, dass wir die Genehmigung bekommen haben. Wir haben natürlich stationäre Blitzer aufgestellt, die auch Motorräder erfassen. Gerade am Ortsausgang von Geroldsau, wo man so richtig Speed gibt, das wirkt. Aber danach fahren sie dann trotzdem entsprechend laut und ziehen hoch. Wir haben gerade vor wenigen Tagen Stoppstreifen, die so etwas erhaben sind, auf der Schwarzwald-Hochstraße aufgebracht. Und zwar just vor einer Kurve, die besonders beliebt zu sein scheint, der Helbingfelsen. Und da kommen gerne sonntags morgens Motorradfahrer mit der Kamera auf dem Helm und dann wird gezeigt, was man kann. Und ich glaube, es sind nicht unbedingt jetzt mehr Motorradfahrer als früher. Ich glaube, dieses Posen, sich zeigen, sich beweisen mit Hilfe von Kameras hat stark dazu beigetragen, dass einige Verrückte wirklich glauben, sie müssten mit Lärm und Geschwindigkeit zeigen, was sie für tolle Hechte sind. Mhm.
Das innerstädtisch, das heißt, dieses Problem, ich möchte einfach die Frage von Herrn Obrecht nochmal, das Thema steht natürlich auch im Fokus, nochmal aufgreifen. Was haben Sie da für Erfahrungen abends, 23 Uhr? Momentan geht es wahrscheinlich Baden-Baden auch nicht wegen Ausgangssperre, dann aber in normalen Tagen nochmal. Was haben Sie da für eine Wahrnehmung? Jetzt auch innerstädtisch, das spielt ja auch eine Rolle. Also innerstädtisch ist tatsächlich mehr der Autolärm, weil wir auch einige, ich sag mal, tolle Hotels haben und auch das Spielcasino. Und das zieht natürlich auch Leute an, die tolle Testarossa und Ferraris haben. Und die wollen manchmal auch gerne posen. Und wir haben tatsächlich auch hier zunehmend den Lärmaktionsplan umgesetzt mit Tempo 30. Und vielleicht kennen Sie das inzwischen auch aus Freiburg. Man weiß ehrlich gesagt als Verkehrsteilnehmer nicht mehr, wo gilt Tempo 50, Tempo 40, Tempo 30, Tempo 20. Also richtig flüssig ist der Verkehr nicht. Aber wir wissen uns im Moment nicht anders zu helfen, als an den Wohnstraßen, wo das, die Dezibelzahl wirklich überschritten wird, nach über 65, da dann eben Tempo 30 einzuführen. Genau, man merkt es aus eigener Erfahrung nur, wenn man dann in den Blitzer reinfährt, wenn man denkt, man ist schon wieder auf 50er Straße. Christian Raue, wir kennen uns schon seit langer Zeit, deshalb sprechen wir, glaube ich, in Du, das können wir, glaube ich, hier auch machen. Ja. Nochmal, du hast eine, denke ich, eine doch als Privatmann, eine von vielen, aber trotzdem wichtige Initiative aufgebaut. Wo lag denn dann die Motivationslage? Wieso rettet die Stille? Wo liegt das Anliegen eigentlich? Und wer steht auch so ein Stück weit hinter dir? Ja gut, also der Gedanke, rettet die Stille, das soll jetzt nicht den Eindruck haben, es müsste überall eine Grabesstille geben in ganz Deutschland. Also so spießig bin ich dann auch wieder nicht. Sondern es geht darum, dass die wenigen Orte, die es noch gibt, der Stille im Schwarzwald, also in der Natur, in den Naturparks, an den Erholungsgebieten, zum Beispiel am Schluchsee, dass dort eben der Motorenlärm extrem störend ist. Das ist in der Tat übrigens so, das sind natürlich Motorräder, das ist aber genauso auch die aufgeposerten Sportwagen, die wir ja auch durch die Schweiz, aber auch durch andere Rennfahrer im Schwarzwald haben, stören. Und natürlich ist auch ein Motorflugzeug, ein Gyrocopter, das ist so ein Helikopter, der mit 150 Meter über dem Feldberg durch das Naturschutzgebiet kreist und da den mit zwei Leuten einfach mal die Natur genießen will, ist auch ärgerlich. Also insofern kann ich das schon nachvollziehen, wenn gesagt wird, nicht nur auf den Motorradfahrern rumhacken, sondern eben rettet die Stille, das sind alle diese Motorenlärme, wo es eben möglich wäre, mit ein bisschen Rücksicht etwas zu erreichen. Ich bin überhaupt nicht gegen Motorräder. Finde das eine tolle Sache. Fahre selber allerdings eher E-Bikes, auch eine tolle Sache. Und die Idee ist eigentlich zu sagen, es muss nur das obere Ende, das haben wir vorhin auch schon gesehen, das obere Ende muss abgeschnitten werden, da wo es extra laut ist, absichtlich laut ist. Ja, wenn also jetzt jemand sagt, man kann kein Motorrad bauen, was leise ist, ja, das mag sein, aber man kann sicherlich Motorräder bauen, die normal laut sind. Und meine Initiative, die geht gegen die Extralauten. Deshalb habe ich auch einen ganz, ganz großen Charme für dieses Tiroler Modell. Ich habe das früher schon so genannt als eine Lärmumweltzone. Wir kennen alle Umweltzonen vom Abgas. Und da ist es übrigens tatsächlich auch so, dass Abgas auch in den Bestand hineingeht. Das heißt, selbst wenn ich ein Auto gekauft habe und es legal zugelassen ist, darf ich trotzdem damit nicht in eine Abgaszone fahren. Und das ist genau eben der Charme auch von dem Tiroler Modell oder Lärmumweltzone, das ist das Gleiche, denn die gehen auch in den Bestand rein. Aber man darf eins nichts vergessen, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Wir können natürlich so viel, wie wir wollen, an irgendwelchen neuen Zulassungsvorschriften feilen. Das nützt aber nichts. Das muss ich natürlich einschränken, das nützt kurzfristig oder mittelfristig nichts. Denn so ein Motorrad, da werden mir die Fachleute zustimmen, hat natürlich eine gewisse Haltbarkeit, wird ja auch nur saisonal gefahren. Das heißt, nach 20 Jahren, nach 25, vielleicht 30 Jahren, nachdem man strenge Motorradvorschriften für den Lärm eingeführt hat, dann wäre man zum ersten Mal so weit, dass vielleicht die Hälfte der Fahrzeuge auf den Straßen leiser wären. Die alten Fahrzeuge dominieren dann immer noch das Klangbild. Und deshalb ist es so wichtig, dass man eben das Tiroler Modell auch, das ist eine tolle Sache, für Bestandsmotorräder, genau wie für neue Motorräder, geschaffen hat. Und ich halte es auch für das einzig praktikable Modell, weil die Polizei kann das messen. Die Werte für die
Motorräder sind vorhanden, man kann eigentlich morgen loslegen. Und jeder, der das umgehen möchte, der sagt, ich lasse mir das Fahren am Sonntag nicht verbieten, der hat durchaus die Möglichkeit, unter die 95 Dezibel zu kommen. Also es gibt durchaus inzwischen schon Tuner, die eben Motorräder um 3, 4, 5 Dezibel leiser machen, sodass ich unter die 95 Dezibel komme. Wenn ich natürlich ein Motorrad mit 107 Dezibel im Standgeräusch habe, da wird das schwierig. Aber sorry, da ist dann einfach auch eine Rücksichtnahme der Art notwendig, dass man eben sagt, vielleicht habe ich ein anderes Motorrad. Okay, vielen Dank. Ich glaube, da steckt viele Kompetenz. Wer auf der Homepage unterwegs ist, der kann wirklich ganz dezidiert in die Details reingehen. Auch die politische Wahrnehmung, auch die Initiative ist auch politisch unterwegs. Politik, Herr Marwein, das waren ein, zwei Fragen. Ich gucke gerade einen Chat noch rein. Ajan fragt, die Fahrzeuge sind aber bewusst auf Prüfstandsbedingungen hin konstruiert und gezielt darauf ausgelegt, außerhalb der Grenzen deutlich lauter zu sein. Also spannend war der Herr Obrecht, der ein klares Statement gesetzt hat, im Grunde eigentlich, lasst uns, so habe ich ihn verstanden, lasst uns Motorräder im Grunde produzieren, die einfach leiser sind. Vor 20 Jahren war das möglich, das muss heute auch wieder möglich sein. Nochmal, es geht ja viel um die Prüfstandsbestimmungen, Bundesratsinitiativen und dergleichen. Nochmal, ja, die Politik ist gefordert, glaube ich schon. Ich habe Kontakt zur Staatssekretärin Schwarzel-Jürs-Sutter gehabt. Nochmal, sie wollte heute dabei sein, hat es aber dann schlussendlich dann doch nicht geschafft. Aber sie hat mir nochmal schriftlich reingegeben, hat sie geschrieben, die Bundesregierung setzt sich in der EU und der UNECE bereits für Grenzwertsenkungen ein. Zudem setzt sich die Bundesregierung auch für die Änderungen der zusätzlichen Bestimmungen zu Geräuschemissionen ein. Da ist die Frage, was heißt es immer, wenn man sich einsetzt? Sind Sie ein Politiker? Ist das sozusagen eine Willensbekundung, eine Absicht? Können Sie da eine zeitliche Schiene dahinter legen und uns im Grunde einfach momentan diese rechtliche Diskussion nochmal einbringen? Immerhin, der Bundesrat hat ja gesagt, die Bundesregierung muss, sage ich mal, zucken, wenn was passieren soll. Wie sieht es da aus im politischen Raum noch? Da können Sie uns vielleicht noch das deutlicher ausführen. Ja, also was das genau bedeutet, was die Kollegin Schwarzel-Jürs-Sutter gesagt hat, das weiß ich nicht. Sie ist im Umweltministerium und entscheidend ist ja aber das Verkehrsministerium oder auch deutlich mitentscheidend. Wie die Gewichtung da genau im Geschäftsleben ist. Also, es müssen zwei Ministerien dann arbeiten, das macht es oft dann auch schwierig. Genau, unter zwei verschiedene Parteien. Der, auch noch, Scheuer, der hat natürlich diese Bundesratsinitiative rundweg abgelehnt. Er hat gesagt, er macht gar nichts. Ja? Und er muss auch nichts machen. Bundesrat entscheidet und man übergibt die Entscheidung der Bundesregierung und die hat keinen Zeitdruck. Sie muss nicht entscheiden. Sie kann oder kann entscheiden, wie auch immer, kann Teile davon übernehmen. Aber wie weit jetzt die Sachen gediehen sind, wo die Frau Schwarzel-Jürs-Sutter da angibt, das weiß ich nicht. Ich habe schon mal gehört, dass man da Richtung EU was machen will, aber das Gremium UNECE, das heißt United Nations Economic Commission of Europe, also das ist ein Gremium, das sind alle Mitgliedstaaten der UN da. Und pro Land gibt es einen Vertreter der Bundesregierung, ein einziger Mensch. Ja, auch von den anderen Ländern nur ein einziger, der kommt aus dem Verkehrsministerium derzeit. Und als zum Beispiel die letzte Änderung, die letzte Änderung bei den Autos, die wurde von der Firma Porsche geschrieben. Und die wurde 1:1 von der UNO übernommen. Ja, also da muss man sich jetzt nicht, kann man sich jetzt drüber aufregen, aber da gab es null Gegenreaktion der Staaten, der Mitgliedstaaten. Also, und da ist ein bisschen vielleicht eine kleine Verschärfung in Anführungszeichen, aber die Hintertüren sind auch drin. Ja, aber Marwein, jetzt haben wir doch tatsächlich nach Bernau 2019 haben wir es geschafft im Bundesrat. So schnell hat kein Mensch dran gedacht, dass tatsächlich Initiativen bilden, die Wirkung haben. Ja. Und ich glaube schon, dass man eigentlich, und es ist ja, sage ich mal, jetzt einfach auch politisch, es ist bald Bundestagswahl.
Das sind ja Dinge auch auf die Frage, die Prüfsteine. Das wollte ich Sie auch nochmal fragen, als Landespolitiker nochmal in den Koalitionsverhandlungen. Die Bundeswahl ist noch, da kann man sich informieren. Ich glaube, da sollten sich die Initiativen auch, wie das sich einer ordentlichen Gesellschaft auch gehört, nachfragen, was die zur Wahl stehenden Parteien dort machen. Wie sieht es denn aktuell aus? Vielleicht ein oder zwei Sätze dazu. Öffnen Sie mal den Topf, sozusagen den Blick hinter die Türen nochmal der Koalitionsverhandlung. Gibt es nächstes, sozusagen übernächste Woche noch einen Lärmschutzbeauftragten in Baden-Württemberg? Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Das wäre aber interessant. Die 5+5 Gespräche, das sind immer die 5 wichtigen von den beiden Parteien. Und die tagen noch und da werden wir bald was wissen, ja. Aber ja, aber das Thema wird auf jeden Fall durch mich sicherlich weiter am Boden gehalten. Ja. Genau, also wir möchten Sie da unterstützen. Ich glaube, ich sehe den Herrn Obrecht gerade mit der Hand oben. Ich denke, er hat noch eine Frage. Gerne auch, Herr Obrecht, vielleicht ganz kurz an den Herrn. Ja, ich möchte was zum Thema diesem ganzen Thema und der Politik sagen. Es gibt ja eine Initiative des BVDM und der FEMA. Was ist BVDM, was ist FEMA? Bundesverband der Motorradfahrer in Deutschland. FEMA ist die Federation of the European Motorcyclist Association. Und die haben jetzt am 28.04. den Tag des Lärms ausgerufen, wollen Motorradfahrer sensibilisieren, zu verantwortungsvoller Fahrweise animieren und so weiter. Sind dabei bei unserem Minister vorstellig geworden, dem Herrn Andi Scheuer. Der hat keine Fördermittel dazu gesagt. Andi Scheuer ist genau der gleiche, der auch dieses andere Gesetzgebungsverfahren zu verantworten hat. Nämlich, es ging um die CO2-Messwerte in Europa. Da wurde bei der Vorstandsetage von BMW erfunden, nicht bei Porsche übrigens, sondern bei BMW, vom ADAC unterstützt und direkt zur Bayerischen Staatskanzlei geschickt. Und die Staatskanzlei hat es gleich ans Bundeskanzleramt weitergeleitet und von dort ging es 1:1 nach Brüssel weiter und drohte dort Eurogesetz zu werden. Zum Glück hat wenigstens das Europaparlament diese Sache verhindert. Das ist dieser Andi Scheuer. Und wenn Sie von mir dazu eine Meinung wollen, dann sage ich, wie kann es im Schwarzwald wieder ruhiger werden? Vielleicht auch sauberer. Eine von mehreren Möglichkeiten ist die, dass man dafür sorgt, dass dieser Andi Scheuer oder ein anderer CSUler nie wieder Verkehrsminister wird. Sage ich jetzt mal knallhart. Und im Hintergrund habe ich hier ein Panel eines Porsches. Und Sie sehen hier auf diesem Porsche-Panel, sehen Sie hier den Knopf. Und mit diesem Knopf können Sie diesen Porsche zu einer Lärmmaschine machen. Und das hat jeder 911er in seinem Panel dabei. Und das hat jeder moderne SUV hat das ebenfalls dabei. Mhm. Das ist der wahre Skandal an dieser ganzen Sache. Mhm. Und das wird von unserer Politik auch noch unterstützt. Vielen Dank. Das Bild im Hintergrund ist sehr beeindruckend, Herr Marmein. Wir waren ja gerade nochmal, den Teil würde ich gerne noch etwas abgrasen an diesen technischen Fragestellungen nochmal. Also tatsächlich, das ist ein relevantes Themenfeld nochmal. Das heißt im Grunde, Baden-Württemberg hat die Bundesratsinitiative mit vorangetrieben. Sie sind weiter voran, haben wir uns ja vorher gesagt, was Sie jetzt aktuell in diesem Jahr nochmal planen. Wir brauchen das große Rad nochmal. Was würden Sie empfehlen, wie dieses weiter vorangetrieben werden kann, jetzt aus Ihrer Sicht eines Politikers? Ja, also wir haben ja, oder es wurde jetzt kritisiert, ich lese nebenbei immer wieder auf den Chat, dass wegen Motorräder oder Motorengeräusche, das war auch eine Diskussion in der Initiative, machen wir jetzt nur Motorräder oder auch Autos. Und es ist aber so, alle Anfragen, die ich kriege als Lärmschutzbeauftragter, das sind 40-50% aller Anfragen, geht es nur um Motorradlärm. Ja. Also deswegen haben wir uns für das entschieden, auch die Kommunen, die wir am Anfang dabei waren, immer wieder dazugekommen sind, die haben immer natürlich mit Motorradlärm ein Problem, aber auch Autolärm, das ist ganz klar. Das ist auch so ein Thema, was wir jetzt noch mal verstärkt angehen wollen in den nächsten Jahren. Das ist ganz klar. Laut ist laut, egal mal, wo es herkommt, von welchem Gerät, Motorrad oder Auto. Da muss man wirklich was tun und wollen wir auch machen. Herr Lechner, wie ist denn Tirol die Diskussion? Sie haben ja vorher auch angesprochen, dass im Grunde vor allem die Motorräder im Fokus stehen. Aber mir ist natürlich auch ehrlich gesagt ein elektrischer Rasenmäher am Samstag in der Nachbarschaft lieber als der gute alte Zweitakter Mischung 1:50, wo der Auspuff schon lange abgefault ist. Wie sieht die Diskussion bei Ihnen aus? Ist das
Gibt es in Tirol die Diskussion nicht so oder kümmert man sich jetzt zunächst mal um sozusagen den Schwerpunkt und wenn man dort den ersten Schritt gemacht hat, dann guckt man halt, was die Autos noch so zustande bringen. Wie sieht es in Tirol aus? Wir haben ja die Befragungsergebnisse und wir kennen die Reaktion bei gleicher Belastung, wie viel Belästigte gibt es. In Österreich, nochmal zur Wiederholung, ist es tatsächlich ein Rechtstitel. Das heißt, Belästigung löst Maßnahmen aus. Belästigung ist runterzubringen. Und wenn man dann den normalen Pkw-Verkehr und den Zweispurenverkehr in Relation zum Motorradverkehr nimmt, dann ist es gerechtfertigt, sich auf den Motorradverkehr zu stürzen. Die Probleme, die wir haben, die sind momentan eigentlich mehr transitbezogen, wenn man dann ins Große denkt und dabei auch die kombinierten Wirkungen Straße, Schiene, teilweise auch Flugverkehr im Innsbrucker Flughafen. Jetzt habe ich da aber in Bernau 1 doch irgendwie gelernt, soweit ich mich erinnern kann, im Grunde die Wirkung von Lärm mit diesen Tälern. Also im Schwarzwald haben wir durchaus auch relevante Täler, Talhänge. Und da ist es im Grunde dem Ehepaar, dessen in Tottenau geschwänzt sitzt an der Landstraße, doch im Grunde eigentlich gerade egal. Nochmal, das kommt auf das Faktische drauf an, ob das Motorrad oder das Auto dann kommt. Hilft es dem Anwohner, ich gehe mal vom Blick vom Anwohner auch aus, Lärm, wo der jetzt herkommt, entscheidend ist, dass der Lärm geringer wird. Wenn Sie jetzt Lärm ansprechen, dann sprechen Sie die Belastung an, also Dezibel runter. Mhm. Es ist so, dass wir natürlich Dezibel messen, wir können es auch berechnen. Und dieser Dezibelwert, der erklärt ungefähr 30% der Belästigung. Die anderen 70% oder 65%, wenn es hochgegangen ist, sind andere Faktoren. Mhm. Und einer der wesentlichen Faktoren, ob das belästigend ist oder nicht, ist zum Beispiel die Motivation des Geräusches. Warum passiert das Geräusch? Ist das notwendig, ist das unnotwendig? Dann kommt die Lärmempfindlichkeit dazu und so weiter. Ja. Und wenn Sie das dann wieder anschauen, und deswegen macht es einen großen Unterschied, ob ich zum Beispiel Motorradfahren für mich selber einen Sinn erkenne und Motorradfahrende tun das, wie sie dann selber das einschätzen. Mhm. Und daher ist natürlich der Lärm als bewertete Schallemission höchst unterschiedlich von der Quelle, auch wenn die Dezibel gleich sind. Ja, also ich lese rechts immer noch den Chat. Also ein Schlüssel scheint mir schon zu sein. Also Chat ist jetzt keine Wahrheit, aber zumindest was jetzt hier laufend und immer wieder kommt, ist die Gleichstellung von Auto und Motorrad. Also das scheint schon so ein Thema zu sein. Die schwarzen Schafe vom Stefan Büchner, schwarzes Schaf ist eigentlich keiner so gern. Also ich glaube, das ist schon wichtig in der Diskussion und Christian Raue hebt ja ganz, ganz stark darauf ab. Und hier ist eine Geschichte nochmal, Christian, das möchte ich an dich nochmal fragen, dieses Lasertunen. Also ich erinnere mich nochmal, ich bin zwischenzeitlich so alt, dass ich mich daran erinnere, dass irgendwann mal Katalysatoren eingeführt wurden und die wurden staatlich bezuschusst, weil im Grunde hinten was Besseres rausgekommen ist, wenn man dieses Ding dran gemacht hat, wie einfach vorher. Jetzt hattest du, Christian, angesprochen, dass man hier im Grunde eigentlich mit technischen Möglichkeiten ja tatsächlich eine Verbesserung herbeiführen würde. Da wären wir wieder beim Herrn Obrecht, der sagt im Grunde, wir sind bereit dazu, so verstehe ich ihn, eine große Zahl von Motorradfahrern ist bereit dazu. Nochmal ein Satz zu der Technik, Christian. Gibt es die im Markt? Kann ich mich die bei Amazon bestellen? Was kostet die? Wann wird die geliefert? Und muss ich da Diplom-Ingenieur sein, um das Ding einzubauen? Na gut, also man muss ja nicht alles selber machen. Also wenn man zum Tuner geht, dann hat man ja Fachleute. Ich habe jetzt in den Chat vorhin um 8.32 Uhr eine Referenz rein zitiert, die Firma Sommer, die zum Beispiel eine sehr populäre BMW Motorrad von 98 auf 94 Dezibel reduziert, inklusive TÜV und ganz wichtig, auch inklusive der Eintrag im Fahrzeugscheinbar. Das ist ja unglaublich wichtig, dass es in den Tieren eingetragen ist, weil das ist ja beim Tiroler Modell quasi die Maßlatte. Und ich muss sagen, das ist der Herr Sommer, das ist der das Unternehmen hat und die Firma heißt Hattech. Kann man aber in dem Chat nachlesen. Das heißt, da gibt es ganz klar und wird es einen Markt geben, und zwar genau in der Sekunde, wo das Tiroler Modell eingeführt wurde. Das heißt, wir können dem Herrn Lechner jetzt schon unglaublich dankbar sein, dass er in Tirol, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das entfernt ist vom Schwarzwald, dass er das eingeführt hat, weil das führt nämlich dazu, dass Motorradfahrer im Schwarzwald leiser fahren, weil sie nämlich ihr Motorrad leiser machen, damit sie im schönen Tirol fahren können.
Das heißt, selbst in den Gebieten, wo das Tiroler Modell oder keine Lärmumweltzone wäre, wirkt das Tiroler Modell, weil man eben natürlich, wenn es einmal eingetragen ist, dann ist das Fahrzeug immer so leise. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich ganz, ganz schnell noch darf, weil ich fürchte, ich komme sonst nicht mehr dran. Doch, doch, du kommst dran, du merkst, du kommst dran. Jetzt sag schon mal, was kostet so ein Ding noch? Was kostet sowas? Also das sind hier ein Preis, der jetzt zum Beispiel also mit einem Beispiel mal, das sind so in der Größenordnung 560 Euro, die hier angeboten werden, plus 15 Euro noch für das Ändern der Papiere bei der Zulassungsstelle. Okay. Da habe ich auch den Link in den das Chat drin, kann man nachlesen. Perfekt. Also das ist eine prima Aussage, die haben wir gebraucht. Ich habe im Chat auch gelesen, natürlich weiß ich, dass die Katalysatoren eben nur bei den Autos bezuschusst wurden und bei den Motorrädern nicht. Auch hier ist wieder im Grunde eine unterschiedliche Behandlung. Frau Mergen, Sie sind Vertreterin der Kommunalpolitik im Grunde eigentlich. Egal ob die kleinste Gemeinde im Schwarzwald, hier Böllen mit 100 Einwohnern oder Baden-Baden, spielt keine Rolle. Die Kommunen haben hier eine Leitfunktion und auch eine ganz wesentliche Funktion hier zu bündeln. Sie kriegen die Beschwerden ins Ordnungsamt rein. Wenn Sie draußen unterwegs sind, werden Sie angesprochen. Sie sind mittelbar in der Lage, etwas zu unternehmen, unmittelbar in Ihrer politischen Funktion nochmal. Wo sehen Sie den Hebel, wo Sie als Vertreterin einer Kommune angehen wollen? Oder was ist Ihr nächstes Vorhaben, um hier eine Verbesserung herbeizuführen? Also tatsächlich bin ich sehr traurig darüber, dass wir nicht unmittelbar einwirken können auf die Hersteller. Denn ich glaube in der Tat, die Hersteller sind eigentlich die entscheidenden Akteure, die in der Lage wären, hier lärmärmere Maschinen zu produzieren. Und ich möchte erinnern an den Fluglärm. Da ist es gelungen. Die Flugzeuge, die heute zugelassen werden, sind deutlich leiser als noch vor 20, 30 Jahren. Also es geht, wenn man will. Bei den Autos ein Stück weit. Ich selber erinnere mich, als ich 2009 zum ersten Mal mit meinem Elektroauto unterwegs war. Es war wie Tag und Nacht. Und es war traumhaft ruhig. Also ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich bei den Herstellern und es tut mir aufrichtig leid, dass wir als Stadt da nichts direkt beeinflussen können. Wir können nur restriktiv sein. Wir können tatsächlich auch gemeinsam mit der Polizei die Kontrollen verschärfen. Und das tun wir auch. Nochmal ein Beispiel bei diesem Helbingfelsen an der Schwarzwald-Hochstraße. Hat es sich vor einigen Jahren eingebürgert, dass vor allem am Wochenende die Gruppen, die Motorradgruppen, sich absprechen und dann mit dem Handy gibt es Kontrollen, keine Kontrollen und dann wird richtig Stoff gegeben. Und die standen immer oben an einem Parkplatz und haben sich dann gefilmt und haben dann gemessen und so weiter. Wir sahen uns im letzten Jahr genötigt, diesen Parkplatz schlicht zu sperren. Keine Möglichkeit für die Motorräder, sich dort noch aufzustellen. Und eben auch über Kontrollen, Geschwindigkeitskontrollen, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und natürlich finde ich alle Initiativen toll, die einwirken auf die Motorradfahrer selber, hier wirklich rücksichtsvoll zu fahren. Und ich kann es einfach nur selber sagen, angenehm schnurrendes Motorrad in einem wohltemperierten Tempo zu fahren, macht unglaublich Spaß, denn man hört als Motorradfahrer dann auch die Natur, wenn man nicht so schnell rast. Deswegen also Appelle und Verbote, das ist das, was wir tun können. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, ich habe regelmäßig Bürgerinnen und Bürger hier oder auch wenn ich vor Ort bin, und das erste Thema von 1 bis 10 ist der Lärm und die Geschwindigkeit. Und das macht schon mürbe und deswegen war für mich völlig klar, wir machen mit bei der Aktion. Und ich hoffe sehr, dass der Bundesrat hier wirklich auch zügig vorankommt. Denn das Thema Lärm ist inzwischen auch eine Volkskrankheit, also die Lärmbeeinträchtigung. Und es klang eben an, es kommt ein bisschen auf die Motivation an, wie Lärm wahrgenommen wird. Wenn Sie in der Nähe einer Bahnstrecke wohnen und kontinuierlich dort Güterzüge fahren, mögen die absolut ähnlich laut sein. Aber es wird gar nicht so als belästigend empfunden. Das Ärgerliche bei Motorrädern, dass die von 0 auf 100 so ganz schnell loslegen und dieses spontane Lärm erzeugen, das erschreckt die Leute und das stört einfach viel mehr als andere Lärmquellen. Möchte ich das nochmal nachfragen? Es gibt ja im Grunde einerseits natürlich jetzt sozusagen die Vertretungen der Landtage und Bundestage. Es gibt aber zwischenzeitlich bei vielen Themen weltweit, ich denke an den Klimaschutz, eigentlich die Kraft der Kommunen nochmal. Also wir haben ja zwischenzeitlich Entwicklungen, wo Kommunen tatsächlich global, und ich spreche jetzt im Grunde in dem Fall, geht es um die Europäische Union, sich auch zusammengetan haben, um Dinge voranzubringen, die auf dem politischen Weg
über die gewählte Vertreter vielleicht manchmal nicht so schnell gehen. Was passiert denn auf dem baden-württembergischen Städte- und Gemeindetage oder deutschen Städte- und Gemeindetag? Gibt es da im Grunde eigentlich Initiativen, die dort sozusagen flankierend laufen? Gibt es da sowas, was wahrnehmbar ist, wo hoffen lässt, dass mir schneller vorankommt? Also das Thema haben wir über den Städtetag eingespeist und also den baden-württembergischen Städtetag und natürlich auch den deutschen Städtetag, gerade als es jetzt auch um die Bundesratsinitiative ging. Es gibt auch den Rat der Gemeinden Europas. Auch da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da ist es allerdings, sind es mehr andere Themen, mehr Stadtentwicklung und so weiter. Aber ja, die Möglichkeiten gibt es und ich sehe den Städtetag eigentlich Städtetag und Gemeindetag und Landkreistag. Das sind die drei kommunalen Spitzenverbände als die wichtigsten Akteure im Dialog mit der Landes- und mit der Bundesregierung, hier auf die Belange der Kommunen auch wirklich einzugehen. Vielleicht sind da Vertreterinnen von der vom Tourismus. Die Annette Burgholder schreibt gerade im Chat noch, im Grunde der Schwarzwald ist natürlich besonders bekannt als Urlaubsziel. Wir haben da eine hohe Dichte an Großschutzgebieten nochmal und es ist natürlich bei den Touristikern immer wieder angekommen, dass hier im Grunde einfach der Schwarzwald zu laut ist. Das ist ein Laumwald, mehr ein Laumwald als ein Schwarzwald nochmal. Sehen Sie da eine Güterabwägung nochmal? Wir sind eine führende Tourismusregion. Wie geht es mit dem Motorradlärm? Ja, ich glaube, die Qualität hat zugenommen. Das merken wir jetzt gerade in Corona-Zeiten. Der Wunsch, in die Natur zu gehen, hat deutlich zugenommen. Man sieht inzwischen Menschen im Schwarzwald wandern, die wahrscheinlich vorher so nie so gewandert sind. Und da kommt einerseits der Wunsch nach Erlebnis, nach Naturerlebnis. Die Leute fahren auch mit dem Auto hin. Das ist auch ein Ärgernis und belegen alle Parkplätze oben im Schwarzwald. Aber es zeigt auch eine Sensibilität für das Thema Natur. Und ich glaube, diese Chance zu nutzen, zu sagen, geht behutsam um. Wir haben gerade heute Mittag mit Minister Herrmann die zusätzlichen Regionalbuslinien aktiviert, die jetzt beispielsweise von Baden-Baden, aber auch von Aachen, von Freudenstadt zum Naturpark, zum Ruhestein fahren werden, also zum Naturparkzentrum, um auch da die Menschen zu gewinnen, auf den ÖPNV umzusteigen oder auch E-Bikes und Ähnliches, um tatsächlich Rücksicht zu nehmen auf die Natur, Fauna, Flora, aber natürlich auch auf die Mitmenschen, die alle im Moment dieses Freizeit- und Naturerlebnis überwiegend suchen. Warten Sie jetzt mal ab am 1. Mai, wenn das Wetter ein bisschen schön ist, sehen Sie wieder Unmengen von Menschen, die in die Natur ausschwärmen und eigentlich will jeder doch ein ruhiges Naturerlebnis. Am Arbeiten noch ein bisschen politisch werden. Im Grunde, Sie haben angesprochen, 2019 in Bernau die Lerndisplays. Das war schick damals an der Veranstaltung, tatsächlich richtig auf den Punkt. Das kam gut an, sage ich mal. Jetzt habe ich mal versucht, auf der Internetseite rauszukriegen, wie viel es denn schlussendlich dann sind. Also ich sehe nur eine überschaubare Anzahl, bin durchaus im Schwarzwald unterwegs. Nochmal, ist das ein bisschen ein Ladenhüter, also diese Lerndisplays, oder wieso gehen die nicht weg wie warme Semmeln, sage ich mal. Also im Südschwarzwald sehe ich da ehrlich gesagt eine überschaubare Anzahl. Die Frau Mergen hat 3 gekauft mit freundlicher Unterstützung des Landes Baden-Württemberg. Nochmal, wieso gehen die Dinger nicht so durch? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist natürlich 560 Euro plus 15 Euro Eintragungsgebühr. Wenn das Land Baden-Württemberg da davon 50% übernimmt, dann würde ich mal denken, wenn Sie das heute auch noch formulieren können, dann hätte diese Veranstaltung, sage ich mal, auch ein echtes Format noch. Wie sehen Sie das? Ja, also die Gebühren übernehmen oder sowas, das kann man nicht. Also wirklich, okay, auf die 15 Euro verzichten wir. Ja. Aber die zu den Displays. Wir hatten 3. Das Land Baden-Württemberg hat ja erst einmal viel Geld ausgegeben, zusammen mit der Herstellerfirma, dass man die überhaupt so entwickelt hat. Sowas gab es vorher überhaupt nicht in der Art. Ne? Und dann haben wir 3 Geräte gekauft, das Land, um auch in wissenschaftlichen Versuchen das rauszukriegen. Also wie schnell fahren die Motoren, ganz kurz gesagt, an 9 Strecken über Baden-Württemberg verteilt. Erstmal hat man nur die Messung gemacht ohne Display. Da hat man also quasi das wahre Leben da abgebildet sind. Dann wurden die Displays aufgestellt, scharf geschaltet mit den entsprechenden Anzeigen. Da hat man den Effekt deutlich erkannt. Man hat dann aber eine gewisse Zeit hinterher die Displays abgebaut, aber die Posten noch drin gelassen, um wieder zu messen. Man hat da sogar festgestellt, dass die Motorradfahrer, die öfters mal durchkommen,
irgendwie das noch im Kopf hatten, ah, halte mal, hier ein bisschen langsamer machen oder langsamer fahren und so weiter. Also der Effekt wurde tatsächlich erzielt und ähnlich wie es der Herr Lechner vorhin schon gesagt hat, vor allem die besonders lauten Motorräder, da gab es einen deutlichen Effekt, dass die quasi langsamer gefahren sind und dadurch auch leiser. Vielleicht haben sie auch einen Gang hochgeschaltet, dass die Drehzahl nicht so hoch ist. Also jetzt sind es 40 in Baden-Württemberg und wir machen da auch eine Erhebung und haben noch ein paar Zählstellen, sind schon aufgebaut oder kommen in der nächsten Zeit, um nochmal viel mehr belastbare Daten zu erhalten, wie viel Motorräder fahren, mit welcher Geschwindigkeit. Da ist die Lautstärke nicht dabei, aber dass man da mal Zahlen hat. Und wir haben ja auch immer diese ganze Lärmkartierung, die basiert ja immer auf Zahlen von Autobahnen und Bundesstraßen. Da sind noch ein paar wenige Landstraßen drin, aber keine Kreisstraßen. Und wenn man jetzt an den Schwarzwald denkt, Sie kennen sich ja da bestens aus, da gibt es auch viele Kreisstraßen, die halt Motorradstrecken sind. Genau. Ne? Und damit gar nichts gemacht. Also Sie haben auch diese Displays. Genau, Sie haben ja die Leitpfostenkartierung gemacht, aber jetzt nochmal, unsere Veranstaltung soll ja ein bisschen Ergebnisse haben nochmal. Jetzt haben wir festgehalten, irgendwo so einigermaßen unisono, es gibt keinen Grund, laute Motorräder herzustellen. Das haben alle Diskussionsteilnehmenden im Grunde durchgängig zunächst mal formuliert. Ich sage von den Teilnehmenden, Christian Raue schüttelt den Kopf, so habe ich es schon verstanden dann. Jetzt geht es darum, den Altbestand. Das war ja klar dargelegt nochmal, wenn wir heute was tun in diesem Kfz-Bereich, wirkt es erst in der Fläche dann nach 10 oder 15 Jahren. Das wäre, meine ich, auch ein Thema, tatsächlich nochmal die Frage der sozusagen technischen Ausstattung damit mit anzugehen und dieses Thema so ein Stück weit mitzunehmen. Wie sehen Sie das, Herr Marwein? Ja, also das ist wirklich das A und O, die Zulassung, also die Zulassungskriterien, die müssen schärfer werden. Und auch über alle oder über einen größeren Geschwindigkeitsbereich muss es ausgedehnt werden. Jetzt geht es nur bis 80. Dann habe ich da im Chat was gesehen, oder Sie haben es, glaube ich, gesagt, mit dem Prüfstand. Ne? Auch genau. Echte Motorräder haben natürlich eine Motorelektronik, die genau steuert, die erkennt den Prüfstand. Also das Motorrad dreht sich, der Motorrad dreht sich kein Millimeter, also ist auch ein Prüfstand. Und das sind alles. Ich sage es jetzt mal so ganz deutlich, das sind Tricksereien, ne? Und ab 80,1 Geschwindigkeit, da geht halt die Klappe auf, ne? Und da passiert es halt. Genau. Also da ist auch, also muss man klar sagen, Klappenausdrücker braucht kein Mensch. Ne? Das ist wirklich nur just drauf an für den Sound oder wie ich sage halt für den Lärm. Da muss man wirklich ran. Und das ist eine langwierige Geschichte, aber der Aufgabe, es ist nicht mal Landesaufgabe. Ne? Wir haben keinerlei Gesetzgebungskompetenz, deswegen machen wir das über Bundesratsinitiativen. Ja. Aber das macht ja sonst keiner. Ne? Auch der Bund hat es bisher nicht. Also Sie haben unsere vollste Unterstützung, dass Sie da kräftig weiter dran arbeiten. Martin Scheurer schreibt von der Sippenhaft, die Tiroler Sippenhaft ist total daneben. Herr Obrecht, ist die Tiroler Sippenhaft total daneben? Kurze Antwort dazu. Also ich finde das mal, oder nein, wir haben darüber gesprochen. Wir haben festgestellt, dass sich was am Kaufverhalten, dass sich was am Fahrverhalten geändert hat. Und das ist mal eine Macht auch. Ja. Da hat sich einfach was getan. Und insofern möchte ich dem Herrn Kollegen aus Tirol wirklich beipflichten, da tut sich was in der Richtung. Also wenn es jetzt darum geht, kaufe ich jetzt diese Yamaha, die 96 Dezibel hat, oder überlege ich mir das nochmal, oder gehe ich zu meinem Dealer hin und sage, das geht so nicht, die will ich eigentlich gar nicht. Was mache ich denn dann? Also da tut sich wirklich was. Der Punkt ist nämlich der, wir haben es probiert, es gibt in der Szene eigentlich wirklich nur wenige schwarze Schafe, aber die fallen dann besonders auf. Und diese wenigen, die haben wir von unseren Motorradclubs aus praktisch nicht erreicht. Und wir werden sie auch nicht erreichen. Also wenn du die ansprichst, ja, auf dem Parkplatz oder sonst irgendwas, hey, dein Moped ist aber wirklich schweinelaut, dann heißt es, lass mich in Ruhe, ich will meine Freiheit, es geht dich nichts an oder sonst irgendwas. Ja. Und was uns natürlich stinkt, ist, dass alle Bikerinnen und Biker für diese Minderheit dann verantwortlich gemacht werden, bis eben zu diesen geplanten Streckensperrungen. Das war ja diese Bundesratsinitiative. Deswegen hat es ja auch diese Demos gegeben, deswegen hat es ja auch diese gegeben. Das ist jetzt zum Glück einigermaßen vom Tisch, ja. Und wie gesagt, es sind diskriminierende Maßnahmen immer noch im Augenblick im Gange. Viele diskriminierende Maßnahmen und dagegen wehren wir uns. Ja,
Gut, das ist ja spannend, wenn es da so Gespräche gibt auf Motorrad, Parkplatz und Holzschläger, Mathe, deine Kiste ist aber echt laut. Ja. Finde ich spannend. Gut. Das gibt's, ja. Gibt's, Christian Raue, noch. Du hast immer noch so ein Sendungsbewusstsein, was loszuwerden, aber ich möchte im Grunde andersrum was loswerden. Der Georg Wassmer. Der Georg Wassmer schreibt nochmal, dass die Menschen im Schwarzwald Ruhe suchen. So, das ist ja dein Thema. Nochmal, wegen Motorradlärm kommen viele nicht. Vielleicht passt es zu deinem Statement, das du noch abgeben wolltest, weil wir jetzt tatsächlich langsam in die Endphase kommen. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Ja, das ist natürlich so, dass gerade jetzt in Pandemiezeit hat man gesehen, wie wichtig auch Naherholungsgebiete sind. Und wenn ich da gar nicht mehr hinfahren will, weil es am Sonntag, am Samstag so laut ist, dann ist das einfach ein Thema. Ich wollte ganz kurz noch darauf hinweisen, es sind nicht die Hersteller, die das Problem lösen können. Technisch schon, aber von der Motivation nicht. Denn Lärm sells, also kerniger Sound, ist ein Verkaufsargument. Und solange der Wettbewerber aus vielleicht Japan den kernigen Sound liefern kann, muss BMW das auch machen. Früher waren BMWs leise, jetzt sind die laut geworden, genau aus diesem Wettbewerbscode. Der Markt versagt und deshalb ist der staatliche Eingriff notwendig. Und der kann eben nur leider von der EU oder wenn man Glück hat, beim Tiroler Modell vielleicht aus Deutschland vom Bund kommen. Und ein letztes Wort, es kommt ganz oft das Argument auch im Chat, dass die Standgeräuschmessung, also Nahfeldmessmethode, überhaupt nichts mit dem Fahrgeräusch, mit der Fahrgeräuschmessung zu tun hätte. Und das ist richtig, aber nicht, weil diese Standgeräuschmessung unrealistisch ist, sondern eigentlich viel mehr, das hat das Umweltbundesamt festgestellt, dass eben die Fahrgeräuschmessungen, die sind im Prinzip eben, wenn man das nach Norden macht, ich habe das mal hier auf dem Bild drauf, viel zu niedrig im Vergleich, alles vorbereitet. Im Vergleich zu der Realität. Das heißt, diese blaue, dunkelblaue, das ist das, was das Fahrzeug, in dem Fall hier auch eine BMW, R9, T, was immer, die schafft genau die 80 Dezibel. Das hat der Rechner vorhin ja auch gesagt, das schafft die ganz genau. Aber im realen Fahrverhalten hat das Umweltbundesamt, und die Studie ist im Internet verfügbar, auch bei mir auf der Webseite, festgestellt, dass die bis zu 20 Dezibel lauter sind. Und 20 Dezibel, das ist ja logarithmisch, das ist viermal so laut, von der gefühlten Lautstärke viermal so laut wie 80 Dezibel. Und das ist die Krux an der ganzen Geschichte, die eben auch klar sein muss. Insofern, ja, die Nahfeldmethode ist der beste Weg im Augenblick, Motorräder schnell auf ihre Lautstärke zu prüfen. Und das Argument, dass das nichts mit dem Fahrgeräusch zu tun hat, das habe ich jetzt gerade erläutert, das stimmt so eigentlich nicht. Ja, wunderbar. Das kleiner war mein Statement zum Schluss. Vielen Dank. Genau, nur eine kleine Präsentation vorbereitet. Genau. Herr Lechner, kleiner Faktencheck. Können Sie mit dem mitgehen, was da an der Wand war? Ja, absolut. Das ist durchaus eine der stärksten Motivationen gewesen, warum wir uns auf das Standgeräusch oder auf diesen Nachfeldfeld gestürzt haben. Mhm. Herr Lechner, eine Frage noch. Ist Baden-Württemberg bei Ihnen eigentlich vorstellig, außer dieser Veranstaltung? Jetzt haben Sie Kontakte zu Baden-Württemberg, Tirol, Baden-Württemberg, in diesem, also im Lärmbereich natürlich. Ja, also wir haben im Lärmbereich schon öfter Kontakt gepflegt. Ich zähle nicht mehr mit. Okay. Eine der schönsten Veranstaltungen war ein Besuch in Tirol von Dr. Wese und Herrn Marwein, wo man dann wirklich breit und ohne Kameras die aktuellen Themen besprechen kann und einfach, wo man gemeinsam steht und welche Ideen man hat. Und das ist sehr befruchtend, freut uns sehr. Okay, wunderbar. Ich schaue auch etwas auf die Uhr. Das ist auch mein Job, das zu tun. Deshalb würde ich jetzt tatsächlich in die Schräglage, in die Kurve dann gehen, möchte aber die Diskussionsteilnehmer nicht entlassen, ohne dass sie sozusagen auf meinen vorbereiteten, nicht abgeschlossenen Satz eine Antwort finden. Und zwar im Grunde stellen wir uns vor, wir haben jetzt ja heute den Tag nach dem Lärmtag, also den 29. April 2021. Wir sind jetzt im Oktober 2023. Das heißt, wir haben drei Sommer, Motorradsommer, waren übrigens sehr schöne Sommer, leider zu trocken wieder. Wir haben die gleiche Veranstaltung jetzt am 29. Oktober 2023. Wir haben uns alle wieder getroffen und im
Die Überschrift dieser Veranstaltung war jetzt natürlich anders, weil unsere Veranstaltung war nicht erfolgreich. Die Überschrift dieser Veranstaltung war, und die fassen wir nämlich gerade zusammen, Waldesruh und Motorradgenuss, eine Erfolgsbilanz. Genau. Und meine Frage bzw. mein Satz wäre jetzt gewesen, den der Christian Raue als erster dann sozusagen vollmachen darf. Wir können alle stolz darauf sein, was doch in unglaublich kurzer Zeit seit Bernau 2019 in Sachen Lärmreduktion gemeinsam vorangebracht wurde. Am meisten freut mich, dass Christian Raue, der Gesetzgeber in Deutschland es geschafft hat, in der laufenden Legislaturperiode, die jetzt also nach der Wahl beginnt, tatsächlich Lärmumweltzonen oder Tiroler Modellähnliche Lösung zu finden, weil die eben praktikabel und sofort umsetzbar ist. Perfekt, haben wir mitgeschrieben. Werden wir 2023 abprüfen. Herr Dr. Lechner, am meisten freut mich, dass... Ja, dass das Zulassungsgremium, die REN-ECE, innerhalb eines halben Jahres eine Vereinbarung zustande bringt, um das Problem zumindest kleiner zu machen und zur Lösung beiträgt. Wer diese internationalen Gruppierungen kennt, das dauert Jahre und Jahrzehnte und da merkt man schon, dass man da durchaus auch Respekt und Anerkennung den Herstellern zollen kann, nämlich international auch. Die amerikanischen Hersteller, die japanischen Hersteller, die europäischen, die sagen, wir haben das erkannt und wir machen jetzt in die richtige Richtung was. Vielen Dank, Herr Obrecht. Am meisten freut mich, dass die Bundesregierung es endlich geschafft hat, die EU-Richtlinien, was die Lärmvorschriften und die Abgasmessung betrifft, endlich eins zu eins umzusetzen, was sie nämlich in den früheren Jahren nicht geschafft haben. Vielen Dank, Herr Marwein. Am meisten freut mich das. Ja, erstens, dass wir uns heute getroffen haben. Und das ist zu wenig. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Und weiterhin das Thema in die Öffentlichkeit tragen, dass mehr Menschen in der Bevölkerung sich dem Thema annehmen, auch an Gremien wie und Organisationen, wie die jetzt hier drunter stehen und die sich hier wahrscheinlich auch noch als Gäste angemeldet haben, dass man mit dem Thema Lärm deutlich mehr in die Schlagzeilen kommen, und zwar positiv, und dass eben die Politik generell darauf reagiert und neue Vorschriften schafft, damit die Welt etwas leiser wird. Genau, das ist das Perverse. Wir müssen lauter werden, damit es leiser wird. Genau. Genau. Leider. Frau Merken, Sie freut am meisten das? Sich in 2 Jahren mehr als 50% der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg angeschlossen haben, der Initiative Motorradlärm leiser, und dass sich auch alle Motorradclubs in Baden-Württemberg dieser Initiative anschließen und selbst verpflichten. Das Thema leise fahren ist angesagt. Und wenn wir das hinkriegen, würde mich sehr freuen. Wunderbar, das haben wir alle mitgeschnitten. 2023, das ist 2,5 Jahre, das hatten wir gemeinsam. Das ist die Botschaft hier von heute Abend. Ja, ich möchte vielleicht an dieser Stelle kurz zusammenfassen, vielleicht eher gar nicht. Das war, glaube ich, zu breites Feld, aber trotzdem ein kleines Fazit noch ziehen. Seit dem Jahr 2019 in Bernau ist schon einiges geschehen und auf den Weg gebracht. Das Thema Lärm ist auf Druck der Betroffenen in der Politik angekommen. Tiroler Modell- und Lärmdisplays können punktuell Entlastung schaffen. Gefragt sind aber grundsätzliche Änderungen in den Lärmschutzgesetzen, Zulassungsverfahren, Technik. Das Thema muss weiterhin in der Politik mit Hochdruck hochgehalten werden. Wir haben demnächst die Bundestagswahlen. Dort ist das relevante Gremium, das gewählt wird. Insofern kann es auch ein relevanter Prüfstein sein. Wir sind auch gespannt, was die Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg dazu zustande bringt. Natürlich in allererster Linie gibt es einen Lärmschutzbeauftragten. Und vielleicht sind ja manche unter uns, die Lärmschutzbeauftragte werden können, dann an der Stelle noch. Der Schwarzwald braucht sowohl für Anwohner wie auch Naturliebhaber wieder Orte der Stille. Orte, in denen man in der vielfältig geschützten Landschaft des Schwarzwaldes
tatsächlich nur die Natur hören kann. Dazu braucht es weiterhin politische Arbeit, aber es braucht auch die Rücksichtnahme Einzelner auf alle anderen. Wir wünschen uns alle einen ruhigen Sommer im Schwarzwald, den Motorradfahrern schöne und leise Ausfahrten. Wir bleiben auf jeden Fall weiter an dem Thema dran, das können wir Ihnen heute schon versprechen. Und ich möchte mich im Namen auch der Veranstalter nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war mit der Chatfunktion hochinteressant im Augenwinkel. Sie haben es gemerkt, wir haben es versucht, Sie ernst zu nehmen und einzuspielen nochmal an der Stelle. Ich hoffe, wir sind Ihnen einigermaßen gerecht geworden. Es sind ein paar Tipps in den Chats drin. Ich möchte den Dank an die Referentinnen und Referenten nochmal vor allem sagen, Dank an die Akademie für Natur- und Umweltschutz, ohne die das heute gar nicht möglich gewesen wäre. Außerdem finanziert sie das. Auch das müssen wir mal sagen an dieser Stelle. Und den Dank an eine Person, die gar nicht aufgetaucht heute ist, aber die Seele des Projektes ist. Das muss ich einfach sagen. Das ist der Hubertus Uhlsammer vom Naturschutzzentrum Südschwarzwald, der heute den Chat mit bedient hat und der ganz maßgeblich für Bernau 1, Bernau 2 virtuell und so dieses nächste Bernau sozusagen verantwortlich zeichnen, der unablässig auch die Großschutzgebiete und die Partner und den Schwarzwaldverein zusammentreibt, damit dieses Thema heute auf dieser breiten gesellschaftlichen Plattform stattfindet. Also deshalb ganz, ganz herzlichen Dank an das Backoffice, an den Hubertus Uhlsammer. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich sehe jetzt die Akademie im Bildchen. Ich denke, ich darf mich verabschieden. Ganz herzlich danken von meiner Seite für die rege Diskussion und den guten Chat. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von unserer Seite einfach nur ein kurzes Auf Wiedersehen. Die Veranstaltung wird dann verfügbar sein. Wir haben sie ja aufgezeichnet und alle weiteren Informationen finden Sie dann beidseits auf unserer Homepage. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschalten und einen schönen Abend Ihnen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.